Ja, huhu, hier wieder Ranko Fali und wir spielen heute eine gepflegte Runde Vampire the Masquerade V20 und starten eine neue Chronik in Chicago und hallo Chosen Pariah, danke, dass du zuguckst. Bin natürlich nicht alleine, weil alleine spielen macht keinen Spaß, sondern ich habe vier Spieler mit mir dabei. Einmal die gute Sera als Emma Williams. Abend. Hallo. Und den Joe als William Andrews. Wir werden alle Sieger sein. Nein, ich werde Sieger sein. Habe ich jetzt eigentlich deinen Namen schon wieder falsch geschrieben? Ich glaube schon. Ja, hast du. Naja, das üben wir noch. Moment, das kann ich gleich mal ganz schnell ändern. On the fly quasi. Moment. Ich muss es nur finden, wo. Da, Hintergrund. Ich weiß nämlich, dass ich es geändert habe. Nicht? Ah, anscheinend doch nicht. Naja, müssen wir heute damit leben. Also denkt euch das eh weg beim Joe, der wie immer keine Kamera hat. Aber daran habt ihr euch wahrscheinlich schon gewöhnt. Der ist einfach zu hübsch für diese Welt, deswegen würden wir ihn nach draußen nicht lassen. Danke! Nein. Okay, ja, weiter im Text. Jetzt bin ich komplett raus. Und ja, der Mischka spielt auch mit. Er ist nämlich der Jonathan Bauer. Heißt es Jonathan Bauer oder heißt es Jonathan Bauer? Jonathan Bauer. Ja, guten Abend zusammen. Gute. Irgendwo hat der. Da. Mischka hat auch ein Bild. Da. Und last but not least. Die gute Leopardin 202 als Melina Farinadis. Hi zusammen. Und ja, wir fünf zusammen. Wir versuchen heute ein bisschen die World of Darkness in Vampire V20 zu bespielen. Wir starten heute mit den Chicago Chronicles. Die gibt es auch als Kaufabenteuer. Und wenn ihr die da draußen kennt, dann bitte versucht nicht zu spoilern. Und denkt daran, wir bespielen ganz altes Zeug, weil die Chicago ist so ziemlich die erste Stadt, die beschrieben und ausgearbeitet wurde für Vampire. Und ich verschiebe aber die ganze Zeitlinie so in die 2000er Jahre rein. Also eigentlich endet ja alles bei Vampire so ungefähr 1995 oder so. Aber wir spielen in der Jetztzeit. Aber das alles, was da halt schon beschrieben ist, was da alles passieren sollte, das kommt alles noch. Vielleicht werden es unsere kleinen Vampis mitkriegen. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Ja. Gut. So. Ein bisschen alles zurechtgerückt. Wir gucken heute übrigens auch das allererste Mal, ob wir den Nerdpool Discord Würfelbot benutzen können. Ich versuche das heute einfach mal. Den kann man auch hier einblenden. Guck mal hier, da hat der Mischka eben schon mal Probe gewürfelt mit 4 Erfolgen aus 5 Würfeln. Das ist schon mal ein super, super Länge. Ja, hast schon mal alles das Glück weggewürfelt. Mal super. Und ja, den blende ich dann ein, wenn es darum geht, dass gewürfelt wird. Es gibt Spieler in dieser Gruppe, die sind den Würfelbot nicht so gut, auf den Würfelbot zu sprechen. Und haben da sehr skeptische Ansichten, was den Würfelbot angeht. Aber mal gucken, ob wir sie dies eines anderen belehren können. Ja, vielleicht machen wir mal nochmal eine Runde für die Intros nicht geguckt haben. Wer ihr denn seid, also wen ihr spielt und was euch bis jetzt so passiert ist. Und dann sage ich nochmal ein bisschen was zu der Situation, in der ihr euch jetzt gerade befindet, weil wir nachdem eure Intros waren, so ungefähr ein paar Monate nach vorne rücken und ihr seid jetzt schon ein paar Monate echte Vampire und ja, dann frage ich euch gleich wahrscheinlich auch nochmal, was ihr denn so gemacht habt in den letzten Monaten.
Resi, man würfelt mit echten Würfeln. Ja, das ist richtig. Normalerweise macht man das. Ja, The Chosen ist voll auf Seres Seite. Ja. Gut. Gut. Verschwörung! Dann, ja, Sere, erzähl doch mal, wen du da spielst und was dir passiert ist bisher. Ich bin Emma Wiggins. So das heißeste Chick ever. Nein, ich bin die Tochter eines Musikproduzenten in Chicago, der mir die Liebe zur Musik vermacht hat, genauso wie meine Mutter, die leider schon, als ich sehr klein war, verstorben ist und die aber Sängerin war. Und ja, ich trete quasi in ihre Fußstapfen und möchte jetzt, nachdem ich meine Abschlüsse habe, nicht weiter studieren oder so, sondern ich möchte meine Musikkarriere voranbringen und ja, meinen Spaß im Leben haben. Und den gedachte ich auch mit einem echt heiß aussehenden Kerl zu haben. Und der hat mich in den angesagtesten Club der Stadt eingeladen, was ja schon mal eine super Kombi ist. Gerade mal ein Bild von ihm, voll heiß. Tja, so sieht er mal das. Ich kenne mich da nicht aus. Jetzt also identifiziert sich auch noch der Storyteller mit ihm. Oh. Nein, ja. Erzähl nur Geschichten hier. Genau. Ja, ich bin natürlich dieser Einladung nachgekommen. Und was ist? Ich stehe im strömenden Regen vor diesem beschissenen Club, weil Mr. Bombastic nicht dafür gesorgt hat, dass ich reingelassen werde. Aber sein ja, Chauffeur hat dann zumindest genügend Geld dabei gehabt, um dafür zu sorgen, dass ich reinkomme. Und ja, dann habe ich mich auf einen schönen Abend gefreut, aber der Club war schon ziemlich eigenartig. Dann habe ich auch noch den Besitzer kennengelernt, der mir ja irgendwie überhaupt nicht sympathisch war. Und dann kam die Krönung des Ganzen. Irgendein Typ kletterte auf den, ja, Dingern, die da an der Decke hingen rum und fiel runter und brach sich so ziemlich alles, was man sich brechen kann. Und anstatt ihm zu helfen, wollten sie ihn nur aus dem Weg schaffen. Also habe ich mich natürlich eingesetzt, dass sie mal den Krankenwagen rufen. Und dann stellte sich raus, ja, alles sind Vampire. Und ich musste auch einer werden. Und da hat mich dieser Mr. Bombastic doch tatsächlich zum Vampir gemacht. Und meint dann noch, das wäre Bestimmung. Ja. Was ein Arsch. Vielleicht hat er Einsichten, die du nicht hast, ne? Wer weiß das schon, ne? Die habe ich bis jetzt noch nicht, diese Einsichten. Auch als Vampir nicht bekommen. Ja. So bist du herausgerissen aus deinem menschlichen Leben und hast, glaube ich, von allen Vampiren, die hier so mitspielen, glaube ich, am meisten aus dem, ja, vielleicht der William noch, am meisten zu verlieren, so was dein menschliches Leben angeht. Und du warst ja ziemlich eingebunden da, ne? Was hast du denn gemacht in den letzten Monaten? Also wir haben ja grob im Frühsommer gespielt, frühen Sommer, irgendwie späten Frühling. Jetzt haben wir inzwischen haben wir Silvester und ja, ist schon eine ganze Zeit lang vergangen. Ja, nachdem ich dann an meinem ersten Abend als Vampir nochmal einen Auftritt geschmissen habe, war ich danach ziemlich verwirrt, wie es weitergehen soll, weil mir ja quasi indirekt gedroht wurde, dass mein Vater getötet würde, wenn ich mein Leben, so wie ich es lebe, weiterlebe. Ich habe mich dann ein paar Mal noch mit meinem Erschaffer auseinandergesetzt, so telefonischer Art, der ja meinte, ich solle Chicago verlassen. Ja, ich habe mir das erklären lassen, warum, wieso, weshalb, was ich da machen soll und ich weiß nicht, was er mir da versprochen hat, aber ich hab gedacht, ich kann es ja zumindest mal ausprobieren und habe trotzdem nicht alle Kontakte abgebrochen, sondern meinem Vater gesagt, dass ich auf einer Studiotour bin. Hat ewig gedauert, bis er mir das geglaubt hat, aber naja.
Ja, man muss dazu sagen, in Chicago ist es verboten, Nachkommen zu zeugen für Vampire. Es sei denn, es ist ausdrücklich genehmigt vom Prinzen, den du immer noch nicht gesehen hast, wo du nicht weißt, wer das ist, keine Ahnung. Und dein Erschaffer hat angeblich gesagt, er hat bezahlt dafür, dass er das machen darf. Allerdings nicht beim Prinzen, sondern bei diesem komischen Clubbesitzer. Und irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein. Auf jeden Fall hat er immer gesagt, dass du dich nicht in die Öffentlichkeit trauen sollst, dass du ja nicht dahin gehen sollst, wo die ganzen Vampire sind, nämlich in den Succubus-Club. Irgendwo schön den Ball flach halten sollst und so. Ja, und dass alles ganz gefährlich wäre und du am besten Chicago verlassen solltest. Ja. Am besten Richtung Gary. Da wären neue Vampire gern gesehen, hast du gehört von ihm. Ja. So ist das. Und machen wir mal kurz weiter beim Joe, bei William Andrews. Wer ist denn William Andrews und was ist ihm so passiert? Also William Andrews ist natürlich der weltbeste Wrestler, der überhaupt auf diesen Erdenballen, welcher eine Scheibe ist, herumläuft. Er trägt im Augenblick den Titel einer kleineren Promotion oder auch einer etwas größeren Indie-Promotion aus Chicago selber. Den sollte er eigentlich nicht tragen. Eigentlich war abgesprochen, hey, du verlierst jetzt mal und so. Und er meinte nur, ach, ich kann doch nicht verlieren. Ich bin doch der Beste und überhaupt ist alles so geil. Es dreht sich so oder so alles nur um mich. Und er hat eben definitiv geshootet. Also er hat im Ring nicht das gemacht, was man ihm gesagt hat, sondern er hat seinen Gegner K.O. gehauen und hat einfach durchzählen lassen vom Ringrichter. Was der Promoter im Backstage-Bereich überhaupt nicht lustig fand, eigentlich sein Manager auch nicht so wirklich, wenn man es mal genau nimmt, aber das interessiert Mortifamors eben nicht. Mortifamors ist der Name des Charakters, den er im Wrestling verkörpert, ein Vampir-Gimmick. Ja. Deswegen hat er eben auch ganz oft spitze Zähne drin gehabt und den ganzen anderen Scheiß, den man eben so als Vampir mit sich bringt und ist auf seinen Gegner getroffen, der ein Vampir-Jäger-Gimmick gespielt hat. Was ein Idiot, als wenn es Vampire überhaupt geben würde. Der spinnt doch. Ja, nichtsdestotrotz, nachdem er dann noch ein wenig die Fans angepöbelt hat, die ihn vorher angepöbelt haben und ein Handy ihm leider aus der Hand gefallen ist, nachdem er es 3 Meter hochgeworfen hat, naja, kann halt nicht jeder so gut fangen. Schade. Ist er zurückgefahren in sein kleines, aber feines, in seine kleine, aber feine Wrestling-Schule und wollte da eigentlich abends die Ausbildung seiner Wrestling-Schüler fortsetzen. Doch William wäre nicht William, wenn er nicht immer in die Scheiße tappen würde. Und so ergab es sich, dass er eine Dame, welche draußen zur Not rumgebölkt hat, zu Hilfe eilen wollte, die ihm dann verklickerte, dass ihr Ex-Freund sie ständig verprügeln würde, der komischerweise auch schon bei dieser Wrestling-Veranstaltung zugegen war. Ja, hier zu sehen als Bild nochmal. Ja, auf jeden Fall war es so, dass William ihr dann geholfen hat. Dann wollte er ganz Gentleman, so wie er ist, einfach mal den Typen verprügeln gehen, weil einfach nur, weil er es kann. Ja, ist ja eben der Beste. Und ist dann auch losgezogen und in die Wohnung des Opfers. Was er nicht wissen konnte, das Opfer wird er sein, früher oder später. Den Typ vorgeknöpft, nichts ahnend, stand dann die wirklich heißeste Person der Welt in der Tür. Also nicht Emma Williams, ja. Nein. Noch ein Stück heißer, ja. Ich würde sagen, mein zukünftiges Wrestling-Valet, die Person, die definitiv früher oder später mit mir in der Kiste landen wird, das steht schon mal fest. Es ist auf jeden Fall so, dass. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass diese Dame hinterrücks völlig überraschend ihn angegriffen hat und. Ja, nachdem er den ersten Angriff noch einigermaßen abwehren konnte, hat er sich von einer Frau besiegen lassen. Das ist irgendwie nicht gut fürs Ego, habe ich das Gefühl.
Aber hey, warte ab. Das kriegst du zurück. Ja, und so ist es geschehen, dass er dann abends in sein Studio zurückgegangen ist, beziehungsweise dort wieder aufgewacht ist. Seine Wrestling-Schüler anwesend waren und leider war Ole derjenige, der nicht überlebt hat. Schade. Für Ole. Was quatscht Ole auch die ganze Zeit für ein dummes Zeug, nachdem er gefesselt und geknebelt auf irgendwelchen Bänken rumliegt. Also was fesselt und knebelt er sich auch selbst? Auch das geht ja nicht. Ja, und so trat dann irgendwann auch noch Siri auf, weil Vampire gibt's nicht. Ich bin definitiv Mensch. Ich werde auch Mensch bleiben. Siri sieht es ein wenig anders. Aber ich habe ja recht und nicht Siri. Wer interessiert schon sich für Siri? Ha? Ja, ich Siri ist dein Telefon, ja. Ja. Das kleine Schwarze. Ja, und so war ich dann in den letzten Monaten damit beschäftigt, meinen Wrestling-Titel zu verteidigen, obwohl man mir gesagt hat, hey, lass dich nicht in der Öffentlichkeit sehen. Natürlich habe ich ja nicht gemacht. Ich meine, hallo, wer geht schon in irgendwelche Clubs? Was will man denn da? Man geht halt einfach nur in den Wrestling-Ring und in seine Wrestling-Schule und pendelt. Übrigens sind meine anderen Wrestling-Schüler alle natürlich mir treu ergeben und bei jedem Event dabei. Ja, sie jubeln mir ständig zu. Man hat sogar das Gefühl, sie würden sich fast schon lieben. Ja, also ja. Da scheint ein tief emotionales Band zwischen dir und deinen Schülern zu sein, denn du magst sie auch ziemlich. Ja, sie sind ziemlich cool. Also vor allen Dingen Simon und Garfunkel, die beiden, die sind echt Töfte. Das sind so die Leader of the Board, wenn man so will. Ja. Ich habe halt, wie gesagt, in diesen kleinen Wrestling-Ligen, nachdem ich mich dann wieder mit meinem Promoter versöhnt hatte, ich habe ihm einfach gesagt, hey, pass auf, du Flitzpiepe, ich bin der Champion, also kümmere dich gefälligst um mich, wenn nicht, kümmere ich mich um dich. Habe ein wenig die Muskeln spielen lassen und da war er direkt wieder mein Freund, ist ja klar. Er hat dann mit dem Besitzer der Liga gesprochen und hat erwirkt, dass ich meinen Titel behalten darf, was hätte er auch sonst machen sollen. Ich meine, ich hätte ihn einfach ungespitzt in den Boden gehauen, wenn es nicht so gewesen wäre. Blöderweise ist aber auch dieser andere dämliche Wrestler immer noch da und sind irgendwie auf Rache. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, hallo, ich war der Bessere. Hallo. Ja, auch Siri sagt mir immer wieder, dass ich der Bessere bin. Also, und Siri, in dem Fall muss ich Siri einfach mal recht geben. Ja, denn we proudly present the champion Mortifer Moss. Ja, aber trotzdem sollte ich irgendwann in diese komische andere Stadt gehen. Vielleicht gibt es ja auch eine Wrestling-Liga. Wer weiß das schon. Wenn nicht, dann werde ich sie einfach aufbauen. Bin ich mein eigener Champion. Ich habe schon gute Connections in diese Liga. Geschichten und so. Ja, so ist das. Ja, der Freund deiner, der dich in die Wohnung gelockt hat, der ist natürlich auch immer stets irgendwie in deiner Reichweite irgendwie zugegen. Schnawenzelt da irgendwie immer in der Gegend rum und irgendwie beschleicht dich das Gefühl, also hat zumindest Siri dir geflüstert, dass auch dein Promoter irgendwie was mit dem zu tun haben, zu schaffen haben muss, weil der ist auf einmal, war der so freundlich auf einmal wieder zu dir, der Promoter und auch der Typ von der Wrestling-Liga. Das kann ja nicht einfach nur so passiert sein. Aber naja, was meist Siri schon, weil du bist halt der Beste und deswegen sind die Leute halt ja auf dich zugekommen, ne? Auch diese eigenartigen Blackouts, die du abends immer kriegst, wenn du aufstehst, weil du hast ja irgendwie inzwischen angewöhnt, den Tag immer komplett zu verschlafen, aus irgendwelchen Gründen, aber weil wir tagsüber brauchst du mal als Wrestler eh nicht raus, ne? Auch dieses merkwürdige Blackout kurz nach dem Aufstehen, immer wenn deine Schüler gerade kommen, dann gibt's so kurz immer 15, 20 Minuten, wo du dich überhaupt nicht dran erinnern kannst und Siri lacht danach immer, du hast keine Ahnung warum. Und ja, irgendwie, ja, gegessen hast du und getrunken hast du auch schon seit Tagen nicht mehr, aber wer braucht das schon, ja? Ja, monatelang nichts essen, nichts trinken, kein Problem für Morty von Mors. Und irgendwie fühlst du dich immer weiter
bestärkt darin, dass du der Beste und der Tollste und der Ultimativste bist. Denn auch, weil deine heiße Flamme, ja, die sich sehr rar macht und immer nur hin und wieder bei dir in der Wrestling-Schule auftaucht, um dann da zu pennen, irgendwie bei dir oben im Zimmer, während sie immer von dir verlangt, irgendwie in meinem Ring zu schlafen. Aber naja, irgendwann kriegst du sie rum. Irgendwie machst du das trotzdem, auch wenn es dir manchmal nicht passt. Die hat irgendwie was an sich, wenn sie was sagt, dann machst du das. Warum auch immer. Ja. Natürlich, vielleicht weil du Gentleman bist oder so. Ja. Kann auch sein. Naja, hallo, das ist meine Managerin. Mein zukünftiges Valet. Da muss man einfach machen, was das Valet sagt. Ja? Das ist einfach, in meinem Business ist das so. Und wenn sie sagt, hey, schlaf im Ring, das härtet dich ab. Hallo, na klar mache ich das. Ich bin der Härteste und deswegen noch abgehärteter zu sein, das geht doch gar nicht anders. Das muss einfach genau so gemacht werden. Ja. Und ja, diese Einladung zu diesem gesellschaftlichen Event, weil ja, sie hat halt gesagt, irgendwie, du bist inzwischen so berühmt, du musst jetzt auch mal gucken, dass du deine sozialen Werte auch nach oben bekommst. Du musst dich sehen lassen in der Öffentlichkeit, auf Events und so. Und deswegen musst du jetzt irgendwie heute an Silvester dringend auf diese High Society Party gehen. Ja, weiß nicht, findest das ist okay, ne? So auf so eine Party gehen, oder? Ja, natürlich. Also man muss ja definitiv, ne, auch für die Promotion und so, da muss man ja auch Medientermine und so wahrnehmen. Und hey, wenn ich mich nicht auf den roten Teppich blicken lasse, wer wär ich denn? Schließlich kommen die ganzen Fotografen und ganzen Leute eigentlich nur wegen mir. Es ist ja, also der Event dreht sich quasi nur um mich. Ja. Genau, blöderweise findet dieser Event in dieser merkwürdigen Vorstadt von, gut, es ist ja nicht wirklich eine Vorstadt, aber in der Nachbarstadt von Chicago statt, in Gary. Und Gary ist natürlich jetzt nicht das Pflaster, wo du denkst, dass da deine Karriere durchstartet. Aber irgendwie Siri meint, du musst dahin und ja, der Typ meint, dass du dahin. Der hat sich übrigens jetzt inzwischen vorgestellt. Du weißt, dass er der Kaiser genannt werden möchte, warum auch immer. Ja. Und auch deine heiße Flamme hat dir eingeredet, dass du dahin sollst. Die, von der du immer noch den Namen nicht weißt, glaube ich. Obwohl doch, sie hat sich, glaube ich, vorgestellt, ganz am Anfang mal. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich müsste den Stream nochmal nachgucken. Aber inzwischen weiß ich es, glaube ich, weiß der Storyteller das gerade nicht mehr. Der ist super vorbereitet. Ja. Gut, so viel zu William Andrews. Kommen wir zu Jonathan Bauer. Wer bist denn du und was hast du bisher erlebt? Ich, ja, also wie gesagt, mein Name ist Jonathan Bauer. Es kommt jetzt eigentlich aus dem Deutschen, Jonathan Bauer. Und ich bin aus einer Familie, einer Migrantenfamilie in vierter Generation jetzt hier in den USA. Und habe hier auch mein College abgeschlossen, Schwerpunkt Informatik, in der Nebenfach Jura und Wirtschaft. Hat es mich aber dann doch in, also da, wo meine Wurzeln quasi liegen, in meine alte Heimat zurückgezogen, also good old Germany. Da habe ich in der Universität von Freiburg Parapsychologie studiert und auch meinen Doktor gemacht. Wie das ja, in Deutschland, aber natürlich auch in Amerika so braucht es, habe ich mich dort einer schlagenden Verbindung angeschlossen, der Bruderschaft Teutonia, und habe dort Säbelfechten gelernt, wo ich jeder deutsche recht Student ist in einer schlagenden Verbindung. Das denken die Amis bestimmt. Und habe dort Säbelfechten gelernt, was auch so mein einziges Hobby ist neben meinem Beruf. Denn mein Beruf, die Parapsychologie, ist ja meine Passion sozusagen. Und ich habe jetzt auch an der Universität von Chicago einen Lesungstermin bekommen von einem Verleger bzw. Buchladenbesitzer, der mich dazu einlädt. Und da habe ich natürlich nicht nicht Nein gesagt. Das habe ich natürlich wahrgenommen. Denn ich habe neue Erkenntnisse gewonnen, die ich meinem Buch neue Erkenntnisse in der extrasensorischen Wahrnehmung veräußerlicht habe. Und interessanterweise
war ich dann also in dieser Universität auf dieser Lesung und habe dann aus dem Buch gelesen, deswegen heißt es ja Lesung. Und dort waren ein älterer Herr und ein nicht ganz so älterer Herr und die haben sehr interessante Fragen gestellt. Also da war ich sehr positiv überrascht, dass solches Fachpersonal quasi dort vor Ort war und mir auch wirklich Denkanstöße gegeben in eine ganz neue Richtung, das nochmal tiefer zu verfolgen. Und später in der Nacht habe ich den Jüngeren, also nicht den ganz Alten, den Jüngeren von den beiden Herren nochmal getroffen und der hat mir ein Angebot gemacht, wie kriege ich es denn nochmal genau zusammen? Sinngemäß, er wollte mir eine Welt voller Wunder zeigen. Und da ich sowieso schon der Vermutung war, dass diese beiden Herren Experten auf dem Gebiet sind und ich zugegebenermaßen im Moment ein wenig auf der Stelle trat, nennt man es jetzt Schaffensblockade oder ja, wie dem auch sei. Und auf jeden Fall bin ich darauf eingegangen. Und womit ich jetzt nicht rechnete, war, dass er mir das Blut aussaugt und mich zu einem Vampir macht. Aber das ist ein kleiner Preis, den der große Geist und für die Wissenschaft Tätige natürlich bereit ist zu zahlen. Denn abgesehen davon, dass ich jetzt noch ungestörter meinen Studien nachgehen kann, habe ich herausgefunden, dass ich selbst irgendwelche übernatürlichen Phänomene irgendwie herbeirufen kann. Und genau das bin ich jetzt am Ergründen. Seit diesem Tag. Ich musste natürlich auch Chicago verlassen. Das wurde mir dann nahegelegt, aber ob ich jetzt in meiner Wohnung in Chicago an meiner Arbeit weiterarbeite oder in Gary, das ist jetzt für mich nicht so allzu von Belang. Es hat sogar einen Vorteil, denn in Chicago lebte ich im zweiten Stock über einem Fastfood-Restaurant, dem Big and Littles. Little Bigs, ich weiß es schon nicht mehr, ist schon wieder ein paar Monate her. Das Essen war akzeptabel, aber es war schon laut. Und hier in Gary ist es schon ruhiger. Was ich vermisse, ist die wöchentlichen Kendo-Stunden in dem Martial Arts Studio 1000 Waves bei mir die Straße runter. Aber nun, man kann sich nicht immer alles so wie wenn es auf dem Tisch stehen würde, aussuchen. Ja, soweit. Ja. Entschuldigung. Sieht immer schon sehr gut, dass ihr das direkt schreibt, wenn ich vergessen habe, mich zu entmuten. Ja. Also hier, dem Jonathan Bauer, sein Erschaffer, ist leider irgendwie nach Europa wieder unterwegs und hat ihn alleine gelassen nach einer ganzen Zeit lang. Also jetzt gerade erst frisch, also ein paar Monate ist er schon bei ihm geblieben. Und der gute Herr Bauer... Er hat seine parapsychologischen Studien weiter fortgesetzt, hat dann irgendwie gesehen, dass es weiter auch irgendwie übernatürlich weitergeht mit sich selbst. Er hat ganz viel zu entdecken und von daher ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Und wie gesagt, keinen einzigen Vampir hat er gesehen in der ganzen Zeit, aber er ist auch nicht viel aus dem Haus gegangen. Also höchstens mal, um zu üben, wie das so mit dem Trinken ist. Aber es fällt ihm auch sehr schwer,
irgendwie so, sich so Menschen zu nähern, so. Nee, ja. Zwischenmenschliche Beziehungen fallen dem Jonathan Bauer nicht so einfach. Richtig, schon als Mensch. Allerdings hat er von seinem Mentor ein Ritual gelernt, das ihm beim Trinken doch sehr, 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 sehr hilft. Wo man sich nicht so auf Tuchfühlung gehen muss. Unbedingt. Gut. Muss die Menschen schon irgendwie ansprechen und dazu bringen, diesen Becher zu halten, was mir jetzt schon aber schwer genug fällt, wenn es jetzt ein Fachkollege wäre, wo man eine Diskussion starten könnte, aber wie soll ich denn jetzt eine junge Dame auf der, ich wüsste ja gar nicht, was ich da, halten Sie mal den Becher, ist ja okay, seltsam. Ne? Aber es fällt mir immer was ein. Ja, bis jetzt zumindest. Und ja, du hast bist aber trotzdem neugierig, wie denn andere Vampirinnen so sind, außerhalb von deinem Erschaffer. Vor allen Dingen, weil er immer ziemlich gruselige Geschichten erzählt. Also dass es irgendwie böse Vampire und gute Vampire gibt und so. Und das erzählt auch immer von Europa und von der Pyramide und so. Und was eigentlich gar nicht so viel damit am Hut. Und da weiß gar nicht so viel. Was er dir wohl gesagt hat, dass du der einzige Tremere in ganz Gary bist und der Prinz irgendwann auf dich zugehen wird und dich auch kennenlernen wollen wird. Allerdings wäre er viel beschäftigt. Aber jetzt an Silvester ist es dann doch endlich mal ins Haus geflattert, eine Einladung zur Silvesterparty des Prinzen. Da ist der Jonathan Bauer hin und her gerissen, weil einerseits, endlich den Prinzen kennenlernen, andererseits eine Party. Gut, ich habe vielleicht immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der Prinz dort alleine ist mit mir und das einfach Party nennt. Und ja, vielleicht. Es könnte passieren, ja. Oder zumindest nur akademische Herren dort sind, mit denen man sich unterhalten kann. Alte Herren mit dicken, weißen Bärten, ja. Genau. Ja, du weißt. Wo ich dann aber auch wieder auffallen würde, weil ich ja etwas jünger wirke, aber gut, einen Tod muss man sterben. Oh, keine gute Wortwahl. Ja, kommen wir zu Melina Farinadis. Wer bist denn du und was hast du denn bis jetzt so gemacht? Hi, Melina, Metzgers Tochter. Also, ursprünglich kommt wohl meine Familie aus Griechenland. Ich bin aber schon in Amerika geboren, in Chicago. Aber ihr kennt auch alle diese wunderbare, tolle Fleischplatte, die Grillplatte beim Griechen. Mein Vater ist Metzger. Also da kommt das gute Fleisch her. Das wird in unserer Familie hochgehalten. Mein Bruder hat auch sogar den Laden übernommen, beziehungsweise wir den weiterführen. Mein Vater ist immer noch so mit drin und mag sie nicht richtig rausziehen, wie das manchmal so ist. Mein anderer Bruder ist bei der Polizei und mich hat es auch so ein bisschen mehr in eine andere Richtung verschlagen. Ich bin als Soldatin nach der Schule zur Army gegangen und da, weil ich mich wohl ganz gelehrig gezeigt habe, bei den Special Forces ausgebildet worden. Hab da diverse Einsätze mitgemacht, bin in verschiedenen Kampftechniken ausgebildet worden, habe mich aber trotzdem weiter versucht, irgendwie zu bilden. Dieses rein Körperliche war mir irgendwie zu wenig und nur, also du musst schon auch was im Köpfchen haben, wenn du bei den Special Forces bist. Also du brauchst eine gewisse Schleue, um bestimmte Taktiken ausführen zu können und sowas. Und ich habe mir einen Spaß draus gemacht, mich auch geschichtlich und so gut zu informieren. Da haben manchmal die ganz alten Heerführer, frag mal Hannibal, ganz tolle Schlachtordnungen ausgetüftelt und so. Also da kann man echt was lernen, wenn man sich für Geschichte interessiert. Nun war ich erst auf einer Mission unterwegs, darf ich auch nichts drüber sagen, das ist alles weit über eurer Sicherheitsstufe, also kann ich jetzt nichts zu sagen. Was willst du machen? Die Sicherheitsstufe des Storytellers ist auch nicht hoch genug. Natürlich nicht, nein. Nicht mal die. Genau. Und hab zu Hause ein bisschen Urlaub gemacht bei den Eltern, das ist auch da wohne ich immer noch, das sollte sich ganz dringend ändern.
Das ist auch nicht so glücklich, wenn man als Erwachsene nochmal wieder zu den Eltern nach Hause kommt, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Ich habe dann, um so wenig wie möglich tatsächlich zu Hause zu sein, mich mit einer Freundin an der Uni verabredet, mit Charlotte. Irgendwie so einer kleinen ewigen Studentin, die irgendwie nicht fertig wird. Und jetzt auch noch nach mehreren Semestern an der Uni den Plan gefasst hat, sie möchte in eine Studentenverbindung. In die Bitch-Verbindung. Beta, Jota, Theta, Chi. Warum auch immer ihr das nicht mal aufgefallen ist, weil Griechisch musste sie für ihre Geschichtsstudien eigentlich auch lernen. Aber gut. Und sie bittet mich, nachdem wir dann einen Kaffee zusammen getrunken haben, da abends mit ihr hinzugehen, wenn sie da irgendwie sich diesen Aufnahmeritualen unterzieht. Während wir aber so in der Uni sind, sehen wir überall alles gepflastert mit Plakaten über eine Lesung von einem gewissen Jonathan Bauer, der irgendwie so, naja, so pseudowissenschaftliche Studien über Okkultismus und so, also irgendwie sowas seltsames. Aber weil ich meine, richtige Partys gehen eh erst später los und das fängt zwar auch erst abends an, aber ich kann tatsächlich Charlotte überreden, uns das reinzuziehen und ein bisschen zu gucken. Wir setzen uns auf so eine Empore und gucken uns diesen Vortrag an. Und wie schon bei der Vorlesung, wo ich vorher mit Charlotte auch schon zusammen drin war, fallen uns da zwei Männer auf. Der eine hatte sich schon so ein bisschen vorgestellt, Dr. Kritias, der ein bisschen aussieht wie Sokrates persönlich, und so ein Scheich. Und dieser Scheich scheint uns auch irgendwie ein bisschen zu beobachten. Der ist uns auch ins Café noch gefolgt und so. Und eben bei dieser Okkultismus-Vorlesung sitzen die auch wieder und stellen hinterher ganz viele Fragen. Ja, war dann doch nicht so lustig, wie ich dachte. Und Charlotte hatte auch ziemlich viel Sekt mitgenommen und hat sich schon da irgendwie abgeschossen hinten in der Vorlesung. Also Vorglühen hat sie es genannt, aber das wäre für mich schon ein bisschen weiter darüber hinaus gewesen. Aber gut, muss ja selber wissen. Ich halte mich lieber zurück. Ich will lieber wachsam sein und mich auf meine Sinne verlassen können. Und das ist auch gut, weil auf dem Weg zur Studentenverbindung habe ich weiter das Gefühl, dass wir irgendwie verfolgt werden. Aber so richtig sehe ich auch niemanden. Naja, und dann kommen diese ganzen demütigenden Spielchen, die sich so Verbindungsgruppen ausdenken, wie sie mit Anwärtern umgehen. Und Charlotte wird doch tatsächlich aufgenommen. Es wird riesig gefeiert. Sie betrinkt sich total. Da war noch sowas Merkwürdiges. So ein junges Mädchen, die da auf der Party auf einmal reinkam und getanzt hat. Und ich weiß gar nicht, die sah aus, als wäre sie eigentlich viel zu jung für den Laden. Und die hatte nicht mal was Besonderes an. Aber irgendwie schienen alle, und ich konnte mich dem auch nicht erwehren, völlig von ihr gebannt zu sein, wie sie da getanzt hat. So, ich weiß nicht, irgendwie für, ich stehe ja gar nicht auf Frauen, aber irgendwie konnte ich nicht aufhören, die anzugucken. Ganz komisch. Und als sie rausging, war es vorbei wieder. War die Stimmung auch im Keller? Ja, irgendwie wohl. Das war so irgendwie das Highlight der Party. Und dann war Charlotte eh schon sowas von besoffen, dass ich überlegt habe, ich bringe sie jetzt mal lieber nach Hause, bevor da irgendwas passiert. Da hat sich eh schon ein Typ so sehr, sehr aufdringlich an sie rangemacht. Und da geht mein Beschützerinstinkt dann doch ein bisschen los, ne? Also irgendwie Date-Rape-Geschichten nicht unter meiner Aufsicht, meine lieben Freunde. wir wollen gerade nach draußen oder sind vorm Haus, so halb auf der Straße, und auf einmal fährt ein Auto mit Geschwindigkeit auf uns zu. Ich checke überhaupt nicht, was los ist, schubs Charlotte irgendwie aus dem Weg, kann gerade so irgendwie zur Seite springen, aber das fährt auch noch Leute an und wendet und hält wieder auf uns zu und völlig verrückt. Ich kann Charlotte irgendwie rausbuxieren, aber wir sind in Amerika und ich bin Soldatin, hier geht's um Heldentum. Also muss ich natürlich, als dieses Auto wieder steht, um zu wenden, auf die zurennen und versuchen, die irgendwie aus dem Auto rauszureißen. Das Ding ist, die kommen leider mit Waffen aus dem Auto raus und schießen auch noch auf uns. Das
Er geht mir leider nicht so gut. Ich merke, wie ich echt viel Blut verliere und dann passieren seltsame Dinge irgendwie, als ob die Zeit langsamer geht und dann kommt so ein Schatten und stürzt sich auf den, der mich gerade angeschossen hat. Und das macht irgendwie seltsame Geräusche und der andere rennt irgendwie schnell weg und kann flüchten. Ich weiß auch nicht. Und dieser Schatten, der zieht mich dann irgendwie so mit und ich merke so, wie es voll aus mir raussickert. Das ist so ein bisschen surreal. Man guckt so diese riesige Blutpfütze und denkt, okay, das ist nicht gesund. Aber so richtig wehtun tut es noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Punkt noch erlebe, wenn es anfängt, weh zu tun. Das ist jetzt die positive Seite von Schock wahrscheinlich. Und werd irgendwie mitgezogen, aber ich raff auch nicht so richtig von wie. Ich höre schreiende Leute, aber irgendwie ist alles ganz dumpf. Und der Araber zieht mich aufs Gras und beugt sich so über mich und faselt irgendwas davon, ob ich leben will. Ja klar will ich leben. Was für eine Frage. Und dann verzieht sich das Gesicht ganz komisch. Erst habe ich gedacht, ich müsste mir das eingebildet haben, weil irgendwie was, an was ich mich erinnern kann, ist irgendwie, dass der von mir trinkt und dass ich irgendwas vor den Mund gehalten kriege und auch trinken soll. Aber danach ist erstmal weg und ich wache auf einer Ledercouch auf in so einem Raum und der Araber kommt später auch rein und erzählt, dass ich jetzt ein Vampir bin. Und dass die mich schon länger beobachtet haben. Und dass ich eigentlich noch nicht hätte Vampir werden sollen, dass sie erst noch mehr über mich hätten rausfinden wollen. Aber sie bräuchten wohl Leute, die kämpfen können und auch was im Kopf haben. Für ihre Reihen. Und jetzt gehöre ich dazu. Rekrutiert wider Willen so ein bisschen. Ja. Und dann erzählt er mir, dass der Anschlag auf uns praktisch wahrscheinlich ein Feind von ihm war. Ein Nosferatu, der wohl dahinter steckt und der seit langem sein Gegenspieler ist und immer versucht, seine Schachzüge zu untergraben und ihm in die Quere zu kommen. Und wir können tatsächlich rauskriegen, wer dieser Typ war, der weggerannt ist von denen, die uns angefangen haben. Und machen ihn ausfindig, suchen ihn zu Hause auf und versuchen, so viele Informationen wie möglich aus ihm rauszukriegen, darüber, wie er an den Auftrag gekommen ist. Und solche Dinge, so richtig viel kriegen wir nicht raus. Also irgendwie muss der Nosferatu wohl ziemlich aus den Schatten agieren und sich nicht wirklich sehen lassen und nicht wirklich, also der geht wohl immer zu den anderen hin, sodass die auch nicht wissen, wo der wohnt und so. Alles ein bisschen schwierig. Also so richtig was rausgekriegt haben wir nicht, aber ich habe zumindest gleich in der Nacht auch gelernt, wie man trinkt, ohne jemanden umzubringen. Allerdings haben wir ihn dann doch umgebracht. Aber zum Üben war es gut. Zum Üben war es gut. Genau, und der Plan war irgendwie danach verschleiern, dass ich das jetzt, wenn auch auf schräge Art und Weise, doch irgendwie überlebt habe, in der Hoffnung, dass die, wenn die so eine riesige Blutlache von mir auf der Straße finden, sich einfach ausrechnen und okay, wer so viel Blut verloren hat, kann nicht mehr leben. Und ich habe irgendwie sämtliche Ausweise und Bankkarten und alles vernichtet und versucht, mir was Neues zu besorgen. Allerdings hatte mein Ahmed, wie er denn heißt, der mich zum Vampir gemacht hat, mir geraten, ich sollte in den Succubus-Club zu Mr. Brennan gehen, der könnte mir sowas besorgen. Jetzt hat aber unser Storyteller gerade eben gesagt, haltet euch vom Succubus fern. Da widerspricht er sich gerade selbst. Jetzt müssten wir nochmal rauskriegen, ob ich mir da Ausweise besorgt habe oder nicht. Moment, das war nicht... das ist... Emma soll sich da fernhalten. Ne? Emma soll sich fernhalten. Ach, Emma soll sich fernhalten. Wir nicht? Okay.
Alles klar. Bei dir war das relativ, deinem Erschaffer relativ egal, ja. Ja gut, weil der mir ja natürlich auch verklickert hat, dass er das eigentlich nicht hätte machen dürfen. Aber weil die mich ja eh schon unter Beobachtung hatten als Anwärter für ihre Reihen, der Brucher, dass er dann nicht anders konnte und mich nicht da einfach verrecken lassen konnte. Aber offiziell darf er das nicht. Ja, genau, offiziell darf er das nicht und das hat er dir ja auch gesagt und deswegen sollst du ja auch nach Gary auswandern. Richtig. Weil dort die Brucher aus stark sein, angeblich. Und der Clan da ein bisschen besser situiert ist als in Chicago selbst. Und vor allem, ist halt die Frage, weil der Prinz da neue Vampire halt immer gut gebrauchen kann. Besonders Brucher. Ja. Ist halt die Frage, ich weiß jetzt nicht, das haben wir am Ende des Preludes nicht mehr. Der Ahmed, der klang, als hätte er selber auch keinen Bock, sich noch weiter länger in Chicago aufzuhalten und auch nicht, als hätte er noch Lust, viel mehr Zeit mit mir zu verbringen. Er ist ein Reisender, ist immer unterwegs und außerdem seine ewige Fehde mit dem Nosferatu treibt ihn halt über den ganzen Erdball angeblich, hat er dir erzählt, ja? Ja, ja. Und, ja. Um sicher zu gehen, habt ihr euch eine kleine Residenz in Gary besorgt, weil da es anscheinend niemanden kümmert in der Vampirgesellschaft, ob da jetzt ein neuer Vampir ist oder nicht. Zumindest hast du noch keine anderen Vampire gesehen während der ganzen Monate, in denen du jetzt da in Gary lebst. Du hast dich auch relativ einfach ernähren, aber das heißt einfach, du hast dich relativ gut ernähren können von Leuten, die irgendwie, denen dir auf der Straße begegnet. Es sind relativ wenig Leute irgendwie in Gary, weil das, man muss dazu sagen, Gary eine kleine Geisterstadt schon fast ist in den USA. Sozial ziemlich heruntergekommen. Also viel los ist da in der Stadt nicht, aber immerhin so viel, dass du Leute triffindest, die du von denen du dich ernähren kannst. Was aber diese Geisterstadt bringt, hat das vor den Vorteil mit sich. Ich meine, du als Weiße fällst halt schon auf in Gary, weil der Großteil der Bevölkerung schon schwarz ist, aber das Gute daran ist, die Stadt ist so groß und weitläufig und so verlassen teilweise, dass man nicht unbedingt bemerkt wird, wenn man jetzt irgendwo wohnt. Und es scheint auch keinen zu kümmern. Hauptsache irgendwie, die Häuser verfallen nicht komplett. Und ja, wenn sich da einer irgendwie kümmert, dann ist es irgendwie egal. Gut, ja. Ja, dann werde ich mich da eingenistet haben. Ja, tatsächlich trotzdem mir eben diese Papiere besorgt haben, um irgendwie halbwegs normale Sachen irgendwie machen zu können, nachts zumindest. Und ich werde mal versuchen, auch in der nächsten Zeit mit meinen Kräften vertrauter zu werden. Ich hatte ja schon in dieser dunklen Gasse mal so ein bisschen geübt, weil der irgendwie sagte, du kannst jetzt voll schwere Sachen hochheben, du bist viel stärker als sonst und so. Mhm. Also auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt nicht mehr für die Special Forces arbeiten kann, will ich versuchen, meine körperliche Fitness irgendwie zu erhalten und auch regelmäßig irgendwie trainieren, verschiedene Kampfsportarten, solche Sachen, einfach um mich fit zu halten, weil das auch meine tägliche Routine ist, immer schon gewesen, seit Jahren zumindest. In der Tat, bist du viel stärker, als du das, als du das denkst, du scheinst doch irgendwie schneller zu agieren zu können, als du denkst. Und was du an deinen abendlichen Streifzügen gemerkt hast, du kannst, wenn du möchtest, sehr, sehr auffällig sein und sehr, sehr, sehr bestimmt auftreten. So dass die Leute schon fast entweder sich zu dir hingezogen fühlen oder schon weglaufen. Eher Ersteres. Ja, und den Pass hast du dir besorgt mit Hilfe deines Erschaffers, der irgendwie schon halbwegs, also es war eine sehr strange Situation in diesem Nightclub da, im Succubus Club. Lange wart ihr da nicht drin. Du hast dich ein bisschen umgeguckt und zwischendurch haben dich merkwürdige Gestalten aus den Ecken immer angeguckt und teilweise das Gefühl gehabt, die zeigen auf dich oder sowas. Ja, und
Dein Erschaffer ist dann irgendwann mit irgendeinem so schmierigen Typ, der nach viel Geld aussah, irgendwo in die Hinterzimmer verschwunden, kam wieder und hatte Ausweispapiere mit aktuellem Foto sogar von dir, was sehr eigenartig ist. So, ja. Ja. So schnell geht das normalerweise nicht und dafür brauchen die Behörden immer ewig. Ja, hier ging es anscheinend ziemlich fix. So. Aber seitdem hast du auch in Chicago nie wieder betreten. In den paar Monaten, in denen du jetzt Vampir bist. Und auch du wunderst dich dann, als eines Tages auf deiner Veranda, also eines Abends, ja, auf deiner Verandatür dann diese Einladungskarte zu der Silvesterparty hängt. Und unterschrieben ist dann von Prinz Modius. Und du weißt irgendwie, dein Erschaffer hat dir gesagt, irgendwann wirst du dich dem Prinzen mal vorstellen müssen. Du hattest aber gar keine Ahnung, wo der wohnt, der Prinz. Und ja, dein Erschaffer hat sich auch verlassen, bevor er dir das sagen konnte. Und es schien auch nicht so dringend zu sein, dass er jetzt mit dir dahin gegangen ist. Aber das ist doch jetzt dann die Möglichkeit, den kennenzulernen. Naja, besonders mütterlich war mein Erschaffer jetzt ja ähnlich, ne? Nee, ich will ja mal so sagen. Also war immer nur mit seinen Rachegelüsten gegen den Nosferatu immer zugange. Ja. Gut, und dann habt ihr jetzt alle irgendwie eure Einladung zu dieser Silvesterfeier. Wie macht man sich denn so als Vampir fertig für eine Silvesterfeier? Wie sich alle anderen auch für eine Silvesterfeier fertig machen. Man sucht sich was zum Anziehen. Am besten irgendwas mit, was zieht man denn auf Partys an? Irgendwie kleines Schwarzes mit ein paar Glitzerpailletten drauf oder was? Warst du schon mal auf einer Vampirparty? Keine Ahnung. Ich war auf menschlichen Silvesterpartys. Tja. Die große Frage ist, feiern die Vampire das gleich oder nicht? Aber man kann ja mal von Menschen ausgehen, ja. Also, wenn man das nicht besser weiß, ein Kleidchen, ja. Okay. Gut. Paillettenkleid. Und ja. Kommst irgendwie dahin. Das ist irgendwie ja auf so einem Hügel gelegen, etwas abgelegen von der eigentlichen Stadt selber. Sieht ein bisschen aus wie so ein altes Herrenhaus. Gary ist an sich noch nicht so alt, die Stadt, aber das Haus wirkt so ein bisschen deplatziert, als ob es irgendwie aus den Gründerväterzeiten irgendwie hierher transportiert worden wäre und auf diesen Hügel draufgesetzt worden wäre. Ja. Und es ist halt so ein bisschen, sieht so wirklich so aus, als ob dieses Haus halt auf diesem, über der Stadt thront. Dennoch ist es dir vorher noch nie aufgefallen, dass da so ein großer Hügel und ein Haus irgendwie mitten in der Stadt ist, das eigentlich ganz toll aussieht, wo man eigentlich die ganze Stadt ist verkommen und heruntergekommen und dieses Haus ist eigentlich ziemlich schick. Sehr eigenartig, dass es vorher noch nie aufgefallen ist. Du bist auch schon ein paar Mal in der Straße hier vorbeigefahren, aber irgendwie, naja. Was macht denn Jonathan mit seinem Partyangst? Ja, also zumindest kleidungstechnisch, er hat ein Outfit, das zieht er natürlich auch an. Ja, ein Outfit hat er, das zieht er an. Naja, was soll ich dazu sagen? Natürlich. Zum anderen würde ich natürlich mich vorher, auch wenn es mir schwerfällt, in Google schlau machen, was gerade so Smalltalk-Themen sind. Weiß ich nicht, wer gerade in der NFL irgendwelchen Titel geholt hat oder wer gerade Aufsteiger ist oder ja, so auswendig gelernter Kram, wo man halt schnell merken würde, der neue Wrestling-Champ ist Mortifer Morse, findest du heraus. Der Chicago League. Okay, würde ich mal merken, aber ich gehe ganz, also nicht davon aus, dass beim Prinzen am Hofe sich jemand für Wrestling interessiert, aber man weiß ja nie, auch wenn ich normalerweise von so Menschen auf jeden Fall Abstand halten würde. Ja, und ja, dann auf jeden Fall abends zur Feier würde ich am frühen Morgen vorher, bevor es halt hell wird, meinen Renault Twinsie mit Solarzellen auf dem Dach rausstellen, dass er über Tag laden kann und dann nachts mit meinem Elektroauto dahin fahren, weil man muss ja auf seinen ökologischen Fußabdruck achten. Tja. Und mit der extra hinten dran. Der Vampir ja kein, mit den Solarzellen. Gut.
extra hinten dran, weil das Ding ist ja nicht so hoch, eine Halterung für meinen Hut hinterm Fahrersitz gemacht, dass ich den nicht irgendwie verknicken muss, sondern dass der in Ordnung bleibt, dass ich aussteigen kann und direkt den Hut aufsetzen kann. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, genau. Auch du hast dieses komische Gebäude hier in Gary noch nie bemerkt, bevor du jetzt gezielt danach gesucht hast. Dieses Anwesen oben auf dem Hügel ist dir zumindest vorher noch nie aufgefallen. Ja, diese ganzen heruntergekommenen Gebäude in der Stadt, irgendwie sind dir schon auf den Keks gegangen teilweise, und es ist schon wunderlich, dass es hier so ein schönes altes Gebäude noch erhalten ist. Ja, schön. Sieht auch sehr klassisch irgendwie aus mit so einer Straße, die mit weißen Steinchen irgendwie gesäumt ist, die dann so den Hügel herauf in so Windungen führt und so. Und ja, und man sieht auch oben schon irgendwie Girlanden sind aufgehängt und Luftballons und so. Sieht ein bisschen nach Party aus. Bisschen blöd, weil du dachtest ja, du hättest eine Privatparty. Ach nee, ich kann ja nicht überventilieren. Verdammt. Ja, und dein Wagen stellt auch in der Schlange. Also das scheinen einige Leute dahin zu wollen. Kein Problem mit. Ja, und vor der Tür ist jemand, der halt die Autos parkt, also so ein Parkservice. Irgendwie musst du deinen Schlüssel halt abgeben gegen einen Pfand, und dann wird der Wagen geparkt, und ja. Wie das halt so ist, ne? Auf so einer großen Party. Zum einen bin ich das Schlangenstehen aus Deutschland gewohnt. Die haben damit ja kein Problem. Und zum anderen würde ich ihm dann erklären, das ist jetzt kein Automatikgetriebe. Da müssen Sie da vorne die kleine Tippgangschaltung und Ja, schon gut. Alles klar. Komme ich mit klar, glaube ich. Oh, das ist nett von Ihnen. Danke, danke. Ja. Wo geht's hier rein? Die euch die Haupttür. Ja, du siehst da, das ist schon so ein Strom von Leuten, die da irgendwie reingehen. Dort, wo die ganzen anderen Menschen, Leute auch. Ja, ja, klar. Rein. Zur Party halt, oder? Ich verstehe. Dann, Dankeschön. Mhm. Ja, und, ja, keine Ahnung, total beklommen, wie, ich weiß nicht, der Punk auf der Beerdigung oder so, würde er erstmal vor der Tür, wo es reingeht, den Hut abnehmen und so vorne auf die Brust halten, wie so, wie halten sie jetzt nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Egal. Und würde sich da drinnen scheu umgucken. In der anderen Hand die Einladung schon so hochhalten. Ja. Und dann sich in die Schlange da auch wieder einreihen. Genau. Ja, was macht denn der Herr Andrews? Die Party ist ja nur wegen ihm gestartet worden, angeblich, ne? Silvester ist zweitrangig. Ja. Silvester wurde auch nur wegen mir erfunden. Also von daher, ne, um mich zu feiern. Natürlich muss er ja erstmal nach Gary kommen, weil er ist ja immer noch in Chicago, und er macht sich dann bei Einbruch der Dunkelheit quasi auf den Weg in seiner knatternden Corvette mit heulendem Motor und ganz viel PS unter der Haube. Was macht ein absoluter Weltstar? Er zieht sich natürlich einen schwarzen Ledermantel an, der relativ lang ist, und sein Gürtel darf natürlich auch nicht fehlen. Der ist immer dabei. Schließlich geht es ja jetzt gerade auf die Party, wo er als Champion gefeiert wird. Ja? Ja. Das ist, besser geht's ja gar nicht. Siri bekommt natürlich den weichen, gepolsterten Platz auf dem Beifahrersitz, weil es wird auch immer ganz akkurat darauf geachtet, dass Siri sich anschnallt, weil Siri mag das nicht. Siri mag irgendwie, ich verstehe das nicht, Siri mag nicht angeschnallt sein. Ja? Sie sagt immer, hey, ich will das nicht, lass das sein, das geht nicht, du kannst mich nicht anschnallen, was ist denn? Aber ich versuche dann immer Siri zu erklären, pass auf Siri, es ist so, wir fahren schnell, weißt du, wenn du mal auf den Tacho guckst, dann sind da mindestens 200 Meilen drauf, und ich meine, was ist, wenn ich eine Vollbremsung machen muss? Du fällst durchs Auto, du tust dir weh, nein, das geht nicht, ja, das ist einfach, das geht einfach nicht. Und ja, so mache ich mich also auf dem Weg durch die Nacht mit aufheulenden, quietschenden Reifen bei roten Ampeln. Ab und zu, wenn ich denke, es beobachtet mich keiner, ist die Ampel auch für mich grün, weil hier komme ich, Mortifer Morse, der Held der Weiten, der Weltstar. Ja, in der Tat
Du fährst natürlich nicht vorne rum zu diesem Anwesen, sondern du hast eine Wegbeschreibung für die VIP-Gäste natürlich bekommen. Ja. Hast natürlich einen anderen Eingang, musst dich nicht in die Schlange stellen, sondern kannst direkt irgendwie auf die Party gehen. Schönes Anwesen, was der Kerli hat, ja. Der Rest der Stadt ist aber hier kann man wohl leben. Das ist ganz schick hier. Eine große Terrasse, wo sich auch schon einige Leute türmen, in Abendkleid und in Klamotten auch tümmeln. Und ja, man erkennt dich auch sofort, als du irgendwie ankommst. Und, ja, Morty von Mors und so. Und Autogramme werden verlangt. Und ja, ist ganz schick hier. Mhm. Ja, endlich weiß man jemand zu schätzen. Ja, dass man mir so eine Villa hier hinbaut, das ist wirklich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Das alles nur für mich. Natürlich schreibe ich sehr gerne Interviews und Unterschriften und signiere gerne die mitgebrachten Poster. Obwohl, hier sind gar nicht so viele Poster von mir. Nee, eigentlich gar also nicht. Gar keine. Irgendwie ist das komisch. Also irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Naja, komm. Gleich, wenn ich drin bin, da werden sich bestimmt alle nach mir umdrehen. Es hat auch noch keiner irgendwie ein Fan-T-Shirt von dir angehabt. Siri, also nee, ja, das ist komisch. Naja, egal. Kommt noch alles, es wird alles noch kommen. Siri, pass auf, ich sag dir, jetzt hörst du, hör mir, jetzt hör auf, mir ständig dazwischen zu reden, okay? Du hörst mir jetzt zu. Also, wenn wir da jetzt reingehen, ja, dann bist du bist nicht der Hauptact. Ich bin der Hauptact, okay? Ich, ja? Du bist. Ja, ich verstehe, du bist wunderschön. Ja, aber ich bin trotzdem der Hauptact. Ich bin schließlich der Champion of the World. Okay, gut. Ja, dann lass jetzt reingehen. Ja, nach dir. Ich halte das Telefon vor mich und das Telefon geht vor mir durch die Tür. Ja. Nach vorne, das Telefon nach vorne halten, gehst du in den inneren Bereich der Party, wo sich halt auch innen schon Leute auf so einer Tanzfläche halt einen abzappeln. Ist ganz, ganz nette Stimmung hier. Ja, und Emma Williams kommt auch irgendwie irgendwann an zu der Party wohl. Hm? Oder? Wie denn? Und wo denn? Und warum? Warum? Ja, die Frage ist jetzt für mich, wo mich denn der James unterbringen wollte in Gary. Tja. Der James. Wenn er mir da nichts Plausibles erklärt hat, was jetzt für mich gerade so rüberkommt, dann wäre ich eben in Chicago geblieben. Ich hätte mich zwar bedeckt gehalten und wäre wirklich nur aus dem Haus gegangen, wenn ich ihn aufgeschickt hätte. James hat sich auch schon seit Tagen nicht mehr gemeldet. Also, was heißt Tage? Das ist schon seit Wochen nicht mehr. Bis diese Einladung kam. Ne? Und die kam über James, oder was? Naja, die kam in der Art, wie er sonst immer diese Briefnachrichten merkwürdig vor deine Tür gelegt hat. Das war sonst immer nur so seine Sache. Meistens in so parfümierten Zeugs, aber das ist jetzt nicht so. Aber das war halt genauso schön drapiert wie die anderen Briefe. Ist auch seine Schrift, oder was? Nee, ist nicht seine Schrift. Ist halt eine offizielle Einladung zur Silvesterparty des Prinzen von Gary. Hat er mir von dem schon erzählt? Ja, hat er. Na gut, da ich in letzter Zeit partymäßig nicht so ganz viel gemacht habe und das ja zumindest innerhalb der Grenzen ist, die mir auferlegt wurden, würde ich diese Party-Einladung natürlich mal wahrnehmen. Ja. Aber wenn ich in der Stadt ankomme, würde ich schon denken, oh Gott, das hätte ich wahrscheinlich besser nicht tun sollen. Das kann ja nichts geben, so wie die Stadt aussieht. Ja, ein einzelner sozialer Brennpunkt. Ja.
Umso erleichterter bist du, als du zum eigentlichen Ort kommst, der Party, denn das Haus auf diesem kleinen Hügel gelegen, relativ alleinstehend, ist doch wirklich ja, beeindruckend. Sehr, sehr schönes Häuschen. Und ja, du weißt auch aus den Erzählungen von James, dass auch der Prinz der Stadt hier zu deinem Clan gehört. Also zu eurem Clan. Und dass er auch einen Sinn für Schönes hat. Und ja, das sieht man an dem Haus hier. Das sieht man aber nicht an seinem Wohnort. Ja, das ist richtig. Na gut, ich lasse mich mal überraschen. Kannst du ihn ja mal fragen, warum er seine Stadt so verkommen lässt? Mal gucken, ob sich die Gelegenheit dazu bietet. Ich würde auf alle Fälle vorfahren und bin das ja gewöhnt, mein Auto einem Parkservice zu überlassen. Man würde das eben auch so geflissentlich ignorieren und dann ja. Zum Eingang laufen. Ja, läufst du in den Eingang hinein und betrittst dann auch den Innenraum, wo so eine schöne Tanzfläche auch aufgebaut ist, moderne Musik läuft, Leute tanzen. Es ist eine Cocktailbar aufgebaut und überall laufen so leicht, relativ leicht bekleidete Damen mit Schnittchen oder sowas durch die Gegend und Sektgläsern auf so Tabletten, nicht Tabletten, Tabletts. Tabletten ist was anderes. Ja. Und ja, es ist sehr auffällig, dass zwischendrin so ein paar stehen, Leute, die keine Schnittchen essen, keinen Sekt trinken. Die sich dann aber eher so an der Seite halten, das Ganze beobachten und just als du jetzt eintrittst in diesen Tanzsaal und dich so ein bisschen umguckst, kommt jemand anscheinend von der Terrassentür aus hin und da zieht so ein Pulk von Leuten hinter sich her, die irgendwie mit so Zetteln und irgendwie hinter dem herlaufen und er hält sein Handy die ganze Zeit nach vorne, als ob er filmen würde, allerdings verkehrt rum fürs Filmen, irgendwie sehr, sehr eigenartig. Und läuft die ganze Zeit sehr auffällig und sehr in diesen Raum rein und schwenkt sein Handy die ganze Zeit hin und her. Und ja, der fällt auf. Die Leute gucken ihn auch schon alle ganz komisch an. Meinst du, irgendwoher kennst du den auch? Das ist doch so ein Insta-Fuzzi, der macht bloß die ganze Zeit Selfies. So ein Insta-Fuzzi. Ja, aber dann würde das Ding anders halten. Das ist ganz eigenartig. Ja, irgendwoher kennst du den auch. Irgendwo der scheint irgendwie auf irgendeinem Plakat oder so. Dass du durch die Stadt gefahren bist. Aber weiß jetzt nicht genau, woher. Ja. Naja, scheinbar sind dann wenigstens ein paar Berühmtheiten anwesend. Ja. Trotzdem eigenartig, der Kerl. Sehr eigenartig, ja. Der nächste eigenartige Kerl stößt dir gerade von hinten irgendwie rückwärts laufend gegen dich. Der hat einen schwarzen Zylinder, eine schwarze Brille und ein schwarzes Outfit an. Hat sich anscheinend gerade von der Frau, die ihn mit Schnittchen verfolgt, irgendwie versucht, in Sicherheit zu bringen und stößt leider rückwärts laufend mit dir zusammen. Oh, Verzeihung, Entschuldigung bitte, war keine Absicht. Schon klar. Die Dame hat mich verfolgt und ich tut mir leid. Und ja, guckt so auf den Boden, tut mir leid. Ich hab's überlebt. Das ist schön zu hören. Bauer, mein Name, also ist der Nachname Jonathan Bauer. Also Vorname Jonathan, Nachname Bauer. Emma, und ich würde ihm die Hand reichen. Dann merkst du, dass er total stocksteif ist. Mit der Gesamtsituation überfordert sozusagen. Ja, Melina, hier, du bist jetzt gerade in den Saal rein, aber vor dem, so in der Tür drin stehen zwei Leute und einer so ein Stock steif und schüttelt so ganz komisch der Frau die Hand. Und ja, die Dame sehr, sehr hübsch anzusehen. Steht da ein bisschen, irgendwie guckt ihn so ganz komisch an, während im Hintergrund die ganze Zeit irgend so ein ziemlich muskulöser, muskelbepackter, lederbemantelter Typ mit seinem Handy durch die Gegend läuft. Und allen Leuten anscheinend sein Handy zeigt. Eigenartige Szene hier. Auf jeden Fall kommst du jetzt an den beiden erstmal nicht vorbei. Die sind im Weg. Ihr steht hier ungünstig. Hi. Entschuldigung. Und geht zurück. Guckt weg. Guckt nochmal zu dir. Haben wir uns schon mal auf der Uni gesehen?
Der Typ mit der komischen Vorlesung. Parapsychologie war es, ne? Genau. Also ja. Ein Teilgebiet der Parapsychologie. Jetzt nicht im Allgemeinen, das war schon eine Spezialisierung, aber im Allgemeinen, ja, Parapsychologie. Das erklärt so einiges. Okay. Zur Party hier? Ja. Oh, ja. Gut. Ich würde aber trotzdem mal ein bisschen an den Rand gehen, weil ich weder sie noch irgendwen anders aufhalten möchte. Ja, William Siri möchte alle Leute ganz genau begutachten und sagt, dass du doch sie mal ihr allen Leuten vorstellen sollst, die hier nach irgendwas aussehen. Also Siri, pass auf, hör mir doch mal zu, verdimm ich noch mal. Ich hab dir doch erklärt, dass es hier um mich geht, um mich, guck mal, um mich. Wer trägt den Gürtel? Nein, nicht den Gürtel, der die Hose hält. Mann, bist du doof oder was? Jetzt den Champion-Gürtel. Hier, den Gürtel. Hier, den um meine Hüften. Ja, ich weiß, dass der andere Gürtel auch um den Hüften ist. Mann, weißt du, wenn du nicht aufhörst, dann bringe ich dich gleich nach Hause. Gleich schläfst du draußen. Du schläfst draußen. Ich schlafe drin. Du schläfst draußen. Ja, verstehe ich. Ach, du willst den kennenlernen? Du willst den? Du findest den Zylinder cool? Den Zylinder? Was willst du mit? Der ist doch viel zu groß. Naja, okay. Dann stelle ich dir halt den Zylinder. Ja, ist gut. Okay. Okay, wir gehen doch schon hin. Wir gehen doch schon. Siri, komm. Siri, komm. Hallo, hey. Hey, was, wer, wo, Hey, pass auf, hier, guck mal, entschuldige mal, den Zylinder aus der Hand und lege das Handy rein. So, ja, okay. Was soll ich jetzt damit? Gar nicht, entschuldigen Sie mich, ne? Drehe mich um und gehe mit dem Zylinder und dem Handy in den Raum wieder rein. Hallo, das ist mein Zylinder, den können Sie doch nicht einfach wegnehmen, auch wenn Sie groß und stark aussehen. Naja, gut, vielleicht kann das wirklich. Pass auf, Siri. Ja, du wolltest den Zylinder. Du. Oh, wie? Du bist nicht zufrieden damit. Mann, nie bist du zufrieden. Nie. Weißt du, nie. Warum bist du nie zufrieden? Ich bin viel größer, ich bin viel stärker als du und du bist nie zufrieden. Immer geht's nur, ne. Und ja, du musst auch mal trinken. Ne. Du bist ein Vampir. Nein, ich bin ein Mensch. Verstehst du? Ich bin ein Mensch. Ein Mensch. Guck, meine Eckzähne sind nur vom Zahnarzt eingesetzt für mein Gimmick. Mortifer Morse. Wrestling Champion. Proudly presented by Siri. Verstehst du? Manchmal. Die anderen hören dieses Selbstgespräch natürlich, der steht ja direkt neben euch. Er redet da irgendwas von Vampiren halt, ne? Ist anscheinend. Also, komm, ja, Mann. Oh, na gut, dann kriegst du eben den, ja, dann halt nicht. Hier, bitte, Entschuldigung. Also, Siri sagt, der ist viel zu groß und überhaupt, der ist ja schon getragen. Also, und jetzt entschuldigen Sie mich, ja? Jonathan ist die ganze Zeit hinter dir rumgesprungen. Da wollte ich irgendwie nicht, keine Ahnung, anfassen oder so. Und ich stehe hier in den Zylinder. Dankeschön. Aufmerksam. Und was wollten Sie jetzt mit meinem Zylinder? Naja. Hier, Siri. Siri, guck. Siri, Siri, sag, was wolltest du mit dem Zylinder? Halt das Handy hin. Na, hören Sie was mit dem Zylinder? Ja? Ja?
Ich würde jetzt mal unauffällig Notizblock und einen Stift aus der Tasche ziehen. Das müssen Sie mir jetzt näher erklären. Ihr Handy wollte, dass Sie meinen Zylinder nehmen. Schreib, schreib, schreib. Also ganz ehrlich. Ja. Siri, redet doch die ganze mit ihm. Ich würde mich mal zu der Frau rüberlehnen und würde sagen, ist er auch Psychiater? Ich glaube nicht, aber wer weiß. Also ich fange an, die Party hier doch ganz gut zu finden. Als ich gerade reinkam, dachte ich, was gibt das denn hier? Aber jetzt finde ich es lustig. Ja, die Musik ist auch ganz gut. Vielleicht spricht Siri ja also eine andere Sprache als die, die ich verstehe. Was hat sie denn jetzt genau über den Zylinder gesagt? Also, ich meine, ich möchte nicht unhöflich sein, aber Siri sagt, der Zylinder stinkt. Oh, das tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht die Geruchsnerven ihres Handys beleidigen. Klingt schon etwas seltsam, der Satz. Naja, also, ich meine, Siri spinnt manchmal ein bisschen. Also ich glaube auch nicht, dass er stinkt. Ich meine, oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass Siri die Einzige ist, die spinnt. Ja, nee, ganz, ganz bestimmt nicht. Also ich glaube hier, der Herr Bauer, der ist auch nicht ganz normal. Warum? Nur weil mein Studienfach paranormal heißt, heißt das nicht, dass ich nicht normal bin. Also Parapsychologie doch, ist... irgendwie schon. Das ist eine Wissenschaft. Ich habe da einen akademischen Titel drin. Ich bin Doktor. Gut, PhD, aber Doktor. Okay. Okay, was, Siri? Ja? Mhm. Ja, okay. Hallo? Hallo, Sie da neben der Hübschen. Also, Sie Hübsche neben der Hübschen. Sie in der Tür, meine ich. Neben der Dunkelhäutigen. Also ich glaube, ich bin nicht gemeint und schaue ihre dunkle Haut an. Ja, ich war gemutet. Ich hatte schon reagiert, aber halt leider stumm. Ja, was? Kommen Sie mal her, junge Frau. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal. Also zum einen müssen Sie natürlich mich kennenlernen, weil ich bin Mortifer Morse. Ich meine, Sie haben bestimmt schon von mir gehört. Ja? Der Wrestling-Champion Mortifer Morse. Ja. Aber es spielt jetzt gerade auch nicht die große Rolle. Tun Sie mir mal einen Gefallen. Ja, ich möchte beweisen, dass hier der Mann mit dem Zylinder, keine Ahnung, wie er heißt, ist mir auch egal. Bauer, Jonathan Bauer, Doktor. Jonathan okay. Ja, okay. Also hier, Mr. Bauer, ja. Siri, was? Der heißt so, wie er aussieht? Okay, naja, auf jeden Fall. Wie sieht denn ein Jonathan aus? Also ich würde sagen, kommen Sie doch mal her und lassen Sie uns mal einen Versuch machen. Sie sehen so aus, als wenn Sie für sowas offen sind. Jetzt bin ich gespannt. Ja, richtig. Also wenn Sie mir jetzt einen ganz großen und vor allen Dingen Siri auch einen großen Gefallen tun möchten, ja, also... Siri, wie heißen Sie? Ich muss Sie ja Siri vorstellen. Also, wie, Melina. Okay. Siri, Melina. Melina, Siri. Ja? Okay, ja. Also, wenn Sie mir einen ganz großen Gefallen tun möchten, nehmen Sie doch mal einen Herrn Bauer in den Arm. Siri möchte ein Foto. Genau so steht er jetzt da. Ich stelle mich so daneben. Okay, ich drücke den Auslöser. Ja. Sehen Sie, Herr Bauer, Sie sind absolut nicht normal. Sie sind ein bisschen verrückt, sind Sie schon. Warum? Na, gucken Sie mal Ihre Haltung an.
von Melina weg. Warum? Nein, ich bin ganz normal. Ach ja? Okay. Ja. Soll ich die Kellnerin, die in dem kurzen Kleid, soll ich die auch nochmal eben rüber winken und bitten, vielleicht einen kleinen Kuss oder so? Was hat das denn jetzt mit einem... Nein, mit einem Foto? Ich küsse doch keine Bilder. Nein! Sehen Sie? Sie sind einfach nicht normal. Normale Männer, ja, so wie ich. Ja, okay. So wie ich, sagt Siri, die haben keine Angst vor Frauen. Sie haben voll Schiss. Sie haben schon, ja, in der Hose ist alles braun. Also, das verbitte ich mir, Herr Andrews. Ich würde jetzt mal auf den Jonathan Bauer zugehen und ihn bei den Schultern nehmen und ihm in die Augen schauen. Ja. Und dann würde ich zu dem Verrückten rüber grinsen und dem Jonathan Bauer einen Kuss geben. Siehst du, Siri? Ich sage doch, der Mann ist nicht normal. Der ist nicht normal. Guck mal, wie stocksteif er da steht. So küsst man nicht. So, das. Ja, ist okay. Wir machen Fotos. Ja, zu Demonstrationszwecken. Ich weiß. Knips. Ja, irgendwann würde ich natürlich wieder aufhören und würde dann so arm verschränkt vor ihm stehen und. Der würde sich also quasi nach der ersten Kuss direkt wegdrücken, Hand unter die Nase, möchte so Blut unten rauslaufen. Und prügelt die Menge durch. Okay, er ist verrückt und ich würde ihm hinterher zeigen und dann würde ich zu dem anderen gucken. Das ist ja schon geklärt. Und dann würde ich zu der Frau gucken. Melina? Jetzt hat er den Abend seines Lebens gehabt. Guck dir das an. Ich hab was. Was soll man machen, ne? Geht so einfach. Ja, spärlich bekleideter junger Mann kommt jetzt zu euch herüber mit einem Tablett in der Hand, auf dem Sekt steht und Gläser mit einer komischen roten Flüssigkeit und reicht die in eure Richtung. Jemand was zu trinken? Tomatensaft. Ja, gerne. Tomatensaft. Vielen Dank für den Tomatensaft. Ich würde das Glas nehmen und mal dran schnuppern. Welches Glas? Was er mir hinhält. Er hätte ein Tablett, wo es steht halt Sekt ist Sekt drauf und Gläser mit einer roten Flüssigkeit. Ich würde das Rote nehmen. Das Rote, ja. Es riecht nach Blut. Lecker, ich trinke. Ich nehme auch das Rote und ich proste der netten Dame zu. Ich frage sie dann auch mal, wie sie heißt. Emma, angenehm. Hi, Melina. Das verspricht ja doch noch, ein ganz angenehmer Abend zu werden. William hatte auch schon befürchtet. William hatte Tomatensaft genommen, ja. Und was hat Jonathan genommen? Ja, der lief ja zur Toilette, weil der Nasenbluten hatte. Okay, ja. Und dann halt sich da sauber machen, waschen, wird dann reinkommen und wenn er an denen vorbei muss, den Zylinder so zur Seite an den Kopf halten und versuchen, sich vorbeizudrücken. Ich bin ganz unauffällig. Okay. Ich würde ihn definitiv am Arm festhalten. Ja? Oh, Sie? Also, Herr Bauer, ich verstehe das gar nicht. Was? Ich meine, Sie wurden doch nur ein bisschen geküsst. So, mein Gott, das passiert mir jeden Tag. Ja, jeden verdammten Tag passiert mir das. Ja, da laufe ich durch die Gegend, dann kommt irgendeiner an und du bist doch Motte Famos. Ja, ich bin Motte Famos. Klar, guck, hier ist mein Gürtel. Hier, guckst du. Guck da ist, guck auf meine Hüften, Mann, da ist mein Gürtel. Verstehst du? Also nicht der, um die Hose zuzuhalten, sondern der Wrestling, der Championship-Gürtel. Also ich frage mich sowieso, wo ist denn hier eigentlich? Ich habe über Sie im Internet gelesen. Sie sind von diesem Schaukampf-Zeugs da. Hey, das ist alles real. Aha. Sag noch einmal, dass es keine Schmerzen und alles nur Show ist. Und ich zeige dir, wie real das ist. Also ich, mein,
Ich soll nicht, ich soll, ich soll, ich soll nicht, ich soll nicht so brutal. Ja, okay. Also, ja. Also der Herr gar nichts nicht zu, der Herr gar nichts zu trinken? Oh, ja, danke. Und ja, greift sich Glas Blut und hält sich auch an dem Glas fest. Ich meine, ich habe das noch nie gemacht. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber wenn Sie das sagen, Sie sind ja der Spezialist. Ich meine, Sie sind ja Spezialist auf Ihrem Gebiet und ich quasi der auf meinem. Also sind wir beide Spezialisten auf dem jeweiligen Gebiet. Also ich würde, wenn der Jonathan Bauer sich das rote Glas nimmt, tatsächlich mal interessiert die eine Augenbraue lüften und schauen, ob er das auch wirklich trinkt. Ja, klar. Okay. Ziemlich gestresst sogar. Der hat gerade Nasenbluten, da muss er auch nachfüllen. Pegel wieder hoch. Und Sie sind auch hier auf der Party. Ja, natürlich sind Sie das. Und ja. Versuch krampfhaft ein Gespräch anzufangen. Interessieren Sie sich für Football? Oder okay. Football. Football. Ja, Sie meinen, dem Quarterback und den beiden Toren mit den Yards-Linien, wo man den Ball hin und her spielt und kommt jetzt so eine theoretische Vorlesung über die Systematik für Football, wenn du ihn nicht unterbrichst. Pass auf. Siri weiß alles über Football. Aber ich finde Football, das ist doch kein, was ist das für ein Backensport? Ja, Football. Kerle, die in Rüstungen durch die Gegend rennen, ja, noch nicht mal den Arsch in der Hose haben, sich mit ihrer körperlichen Körperkraft dahinzustellen. Nein, sie brauchen Polster und Schutz. Ja, Siri, ich weiß, dass du Football magst. Ja, ich weiß auch, dass du definitiv die gut findest. Ist mir aber scheißegal. Ich finde Football scheiße. Ja, kennen Sie Liverpool? Ja? Meinst du jetzt die Stadt in England oder die dazugehörige Sportmannschaft oder ich meine den FC Liverpool. FC Liverpool. Ja? Ja, das ist doch genau. Was die, genau? Der Derby-Gegner von Chelsea oder glaube ich, müsste ich das nochmal nachlesen. Ich bin da jetzt nicht so standhaft drin. Also, die haben was mit Fußball zu tun, das weiß ich, habe ich gelesen. Ich wünschte, genau, ich hätte Anthropologie studiert. Da könnte ich jetzt was über Völkerverständigung lernen. Das ist ja super hier. Anthropolo wat? Ja, voll super. Also Polo ist auch ein Scheißsport. Also Polo, weißt du, auf Pferden. Wie kann man auf Pferden durch die Gegend reiten und dann irgend so einen Ball vor sich hertreiben? Ja, Siri, ich weiß, du magst Polo. Aber ich mag kein Polo. Hör auf damit jetzt. Okay, was also, persönlich halten Sie denn von Säbelfechten? Säbelfechten? Ja. So. Also, so richtiges Säbelfechten oder das olympische Säbelfechten, wo das man auch schon wieder so einen Schutz... Das ist ja Degenfechten, das ist ja was anderes. Nein, wirklich mit Säbel und ohne Schutzausrüstung und... Ja, doch. Ich finde den Bauer cool. Gerade immer interessanter. Oh, also, ich war ja in Deutschland in einer schlagenden Verbindung, da ist die Tradition noch ein wenig anders als hier bei uns. Da ist ja meistens irgendwie Wettsaufen oder sowas angesagt. Gut, das machen die auch. Nur, dass man dann dort bei der Brandungskneipe, so nennt man das, wenn man das Einfuchsen macht in der Verbindung, noch im betrunkenen Zustand ein Laudatum halten muss. Also meins zum Beispiel war damals das aerodynamische Verhalten der Biene im Rückwärtsflug. Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, aber wenn man das Grundprinzip des Podiums in der Brandungskneipe verstanden hat, ist das interessant. Ja, du hättest aber Hummel nehmen sollen. Du hättest echt Hummel nehmen sollen, das wäre viel lustiger. Da gab es nämlich früher mal die Theorie, dass die Dinger nur fliegen können, weil sie so ein sonniges Gemüt haben und eigentlich zu fett wären physikalisch. Genau. Ja, das ist echt Hummel.
Na gut, das konnte ich ja also nicht beeinflussen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich nehme jetzt die Biene im Rücklandsflug. Das habe ich ja von dem Älteren vorgegeben bekommen. Da hat man ja als Fuchs gar keine Wahlmöglichkeit. Ich hätte natürlich auch etwas eher aus dem parapsychologischen Bereich genommen, weil da bin ich ja firm. Ist ja schließlich. Und da hast du dann verloren? Was habe ich verloren? Na, den Kampf. Wegen dem Gesichter. Ja, das war mein erster Schmiss. Das ist Tradition quasi, dass man dann nach der ersten Brandungskneipe so lang fischt, bis man den ersten Schmiss hat. Weil die das schick finden? Weil das zur Tradition gehört. Okay. Eine dämliche Tradition. Ja, genau. Wie choreografiertes Kämpfen. Das ist auch ein Riesenhit. Hallo, ich habe dir gerade, also nee, dir habe ich das gerade nicht gesagt, aber ich habe es ihm gerade gesagt und ich schwöre dir, Siri verprügelt dich, wenn du noch einmal sagst, dass es synchronisiertes Kämpfen ist. Ja? Ich habe nicht synchronisiert, ich hab choreografiert gesagt. Ist doch dasselbe, ob synchron nein. oder choreografiert, nein. es ist alles nein. dasselbe. Es ist synchron machst du im Schwimmbad. Nein, man kann auch synchron zum Beispiel... Herr Bauer. Was? Ich war gerade abgelenkt. Entschuldigung. Ja, von Emma. Ich habe gehört, sie heißt Emma. Ich kann es verstehen, dass sie abgelenkt sind. Sie hat schon ganz schön geile Hupen. Gar kein Thema, ja? Kein? Mann, Siri, du musst nicht immer eifersüchtig sein. Was hat die denn mit auch deinem Auto zu tun? Was? Nichts mit deinem Auto. Na, ein Auto hat eine Hupe. Ich meine diese Dinger da, ja? Und zeig halt auf die Brüste. Ich würde mal so machen. Guck irgendwoher der weltliche Strom. toller Parkettfußboden hier. Fischgrätmuster, yay. Ja, auf jeden Fall kann man auch ganz viele Dinge synchron machen, die nicht im Schwimmbad passieren. Ja, man kann zum Beispiel... aber bei Kämpfen macht das voll keinen Sinn, weil wenn du synchron kämpfst, dann ist es austariert, weißt du? Wenn du eine Bewegung machst und gleich... Ja. Während ihr euch so unterhaltet, hält auf einmal die Musik auf zu spielen, was dann schon auffällig ist. Und alle werden ruhig und gucken irgendwie in eine bestimmte Richtung der großen Treppe, die nach oben führt, in so zwei Flügeln, geht die quasi erst zu so einer Empore hoch. Oh, entschuldigt mich, die Musik geht aus. Ich glaube, mein großer Auftritt kommt. Und es erscheint oben auf der Treppe jemand, also ein jüngerer Mann, würdet ihr jetzt sagen. Ja, nicht mehr ganz so jung, also... Mit Ende 30, Anfang 40 würdet ihr vielleicht schätzen, ich weiß nicht, Moment, ich kann ihn einblenden, könnt ihr ja selber mal schätzen, wie ihr ihn schätzt. Moment, wo habe ich ihn denn? Bin gar nicht hier. Doch, da. Doch, er wirkt schon ein bisschen älter, denke ich. Ja. Wie alt ist er? Müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis der Twitch-Stream halt kommt, ne? Umbaupause. Tschakka, tschakka, tschakka. Oh, boah, puh. Schwer zu sagen, ne? Ich würde schon sagen Mitte 40, Anfang 50 vielleicht. Ist bei 43,5, jawohl. Perfekt. Ja, der ist da oben und zwar zusammen mit einer kurzhaarigen jungen Frau, die hat sich bei ihm so eingehakt und ihr Bild erscheint jetzt ja gleich auch bei Twitch, könnt ihr mal gucken. Und die hat sich ihn eingehakt und sie stolzieren quasi wie ein Ehepaar oder so halt die Treppe herunter. Und alle, es klingt so ein kleines Raunen durch die Menge und alle gucken gespannt in die Richtung und auch, ja, ihr, auch wenn ihr das vielleicht gerade, besonders William vielleicht, gar nicht so gut findet, weil ja du eigentlich ja der Hauptakt hier bist, ihr habt irgendwie das Bedürfnis, in diese Richtung zu gucken und euch das anzugucken, wie die beiden da die Treppe herunterkommen.
Sehr elegant stolzieren sie die Treppe herunter. Ja, und willst du noch was machen? Also, das hätte ich auch gekonnt, ja. Also, nur zu eurer Information, das werde ich aufnehmen. Das werde ich definitiv für meinen nächsten Gang zum Ring, ja, wenn ich diesen Gürtel, diesen, Herr Bauer, gucken Sie mal hier hin, hier ist der Gürtel, hier, da, sehen Sie ja, das ich, Ding um meine Hüfte? Hab ich bereits gesehen. Der ändert sich jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Minuten. Möchten Sie ihn mal anfassen? Liebe Gäste, erhebt dann der Typ da. Psst, der Bauer, und jemand reicht den beiden ein Tablett mit Gläsern. Und er nimmt sich eines von den Blutgläsern und die Frau nimmt nichts. Willkommen auf meiner großen Silvesterparty. Ich begrüße euch alle und hoffe, dass ihr eine gute Zeit habt. Zum Höhepunkt nach dem Jahreswechsel werde ich ein besonderes Ereignis ankündigen hier. Und er guckt so ein bisschen Richtung William. Ja, genau. Er wird ankündigen, dass ich der Beste der Welt bin. Das jawohl. Ist der Brett. Dann guckt er aber direkt wieder von William weg. Guckt dann zu seiner Seite, zu der Frau hin und sagt, lasst euch überraschen. Kurz nach Mitternacht wird es soweit sein. Versammelt euch alle, die es interessiert, auf der Terrasse. Nachdem das Feuerwerk vorbei ist, werde ich bekannt geben, was die große Überraschung ist. Und dann mischt er sich ein bisschen so unter die Gäste und feiert schön und Musik! Und ja, die Musik spielt wieder auf. Und er auf euch! Und er prostet euch nochmal zu. Also der Menge. Hm? Das gehört mit deinem Los. Es gibt ein Feuerwerk. Ich liebe Feuerwerk! Ja, ganz toll, ein Feuerwerk. Siri, hast du gehört? Wir müssen definitiv nachher auf die Terrasse, weil es geht um uns. Es wird nur um uns gehen. Endlich werde ich auf das Podest treten und alle werden mich bestaunen. Und das nur, weil ich bin der Beste. Siri, ich weiß. Komm mir nicht wieder, hey, hier sind jetzt ganz viele Vampire. Du bist in Gefahr. Nee. Und du musst dich benehmen. Nee. Nein. Ich. William bin hat der noch Beste. Nie einen anderen Vampir gesehen, außer seinem Erzeuger. Ja, definitiv. Ja. So. Dass den anderen geht das ja ähnlich. Obwohl Emma hat schon mehrere Vampire gesehen. Ich wollte gerade sagen, und ich sehe auch gerade Vampire. Ich sehe tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Ich glaube nicht. Und ich heb mal so das Glas in Richtung von Melina, weil ich mich ihr noch am verbundensten fühle, dass hier Vampire anwesend sind. Prost. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hast du das gehört, Siri? Hast du das? Ja, ich hab's dir doch gesagt. Ja, dann wird auf jeden Fall Jonathan mal so langsam Schritt für Schritt zu den Damen rübergehen. Das müssten Sie mir jetzt erklären. Warum glauben Sie nicht, dass Vampire anwesend sind, aber es haben doch so viele Gläser mit Blut in der Hand? Also eigentlich haben gar nicht so viele Gläser mit Blut in der Hand. So, um dich herum halt die beiden Mädels, der William, der Gastgeber anscheinend. Und sonst kannst du eigentlich gerade im Raum gar keinen sehen, der Blut trinkt. Die anderen nehmen alle Sekt. Okay. Also zumindest gut, siehst du jetzt gerade so flüchtigen Blick gar keinen. Oder war das jetzt eher Sarkasmus? Yep. Was glaubst du denn, Schätzchen? Ich weiß es nicht. Das studierter Herr Doktor. Moment, ich habe da gerade was. Wieso nennen Sie mich Schätzchen? Weiß kann. Wahrscheinlich war sie so hin und weg von dem Kuss vorhin, dass sie jetzt verknallt ist in sie.
Ich würde kichern. Aber sieht, dass die Lippe anfängt zu beben und er nachher fluchen wieder Nasenbluten. Du warst einfach super, Schätzchen. Danke. Bin ich wohl Naturtalent. So schnell kann es gehen, ne? Und schon ist man ein Womanizer. Prost er immer mal zu mit dem Glas und stoß mit dir an. Finde ich super. Hätte ich jetzt nicht beurteilt. Also in der Tat, abgesehen jetzt von meiner Mutter, war das der erste Körperkontakt bei einer Frau. Das wirft komische Bilder auf. Also jetzt nicht so, wie sie das meint, zwar mit Männern in einer schlagenden Verbindung, aber wir haben uns dann maximal mit Säbeln berührt oder beim Handschlag, beim Begrüßen, also jetzt... Männer? Ja, schlagende Verbindungen in Deutschland dürfen nur männliche Mitglieder haben. Das kam deinen Neigungen entgegen, oder? Jetzt nicht, was Männer mit Parapsychologie zu tun haben. Das ist doch geschlechterunabhängig. Ach, schön. Ich weiß nicht, ob wir auf einer Ebene kommunizieren. Oh. Dann tut's mir leid. Habe ich Sie missverstanden? Ich würde mal so den Arm um ihn legen und mich so ein bisschen an ihn schmieren und sagen, das geht schon klar. Okay. Wenn Sie das sagen. Schulz von Thun hätte seine helle Freude daran. Hör mal. Ja, der etwas ältere, ja, jetzt, was habt ihr gesagt? 43,5 Jahre alter? genau. Typ, ich mach nochmal ganz kurz sein Bild an. Find ihn da. Ja, der ist so durch den Raum geschlendert und es kommt jetzt so langsam in eure Richtung. Kaninchen-Schockstarre. Kann ich machen. Fötusstellung. Ja, und ich würde mal Melina so einen Blick zuwerfen und dann Richtung dem Typen mit dem Kopf blicken. Das wird er wohl sein, wa? Musst du dich auch noch vorstellen? Er scheint auf uns zuzukommen. Ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Perfekte Voraussetzung. Da er auf uns zukommt, warten wir doch einfach ab. Solange wir nicht abhauen, wird es schon nicht falsch sein. Ja, ich glaube auch. Immerhin sind wir der Einladung gefolgt und wir nehmen uns bisher noch nicht daneben. Da wäre ich mir nicht so sicher und schaue zu den Männern. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Eine wunderbare Nacht, nicht wahr? Ich sehe, Sie genießen die Party. Ja. Das ist bisher sehr amüsant. Ja, wenn ich mich vorstellen dürfte, Modius, mein Name. So hieß der Prinz, ne? Mhm. Sehr erfreut. Melina Farinadis. Ebenso, Emma. Bauer. Herr Modius, Bauer. Jonathan, Bauer. Mich kennen Sie ja, ist ja ganz klar. Ne? Also mich kennen Sie ja. Ja? Mortifer Morse, Champion of the World. Nicht. Sehr angenehm. Ich habe von Ihnen gehört, Mr. Moment. Siri möchte sich vorstellen. Das ist Siri. Ja? Siri, sag höflich, sag dem Herrn höflich guten Abend. Ja, er zieht so eine Augenbraue hoch, macht so einen leichten Seufzer. Mein Kaviane. Guten Tag, Siri. Siehst du, Siri? Er ist sehr höflich. Er ist sehr nett. Okay. Sei nett zu den Menschen. Okay? Man hat mir berichtet, dass außer dem guten Herrn Morse noch
ein paar Neulinge hier ankommen. Ich denke, das sind dann wohl Sie, wenn ich Sie hier so stehen sehe. Darf ich fragen, was Sie in meine schöne Stadt führt? Die Neugier. Die Neugier? Neugier auf was? Auf Ihre schöne Stadt. Aber ich denke, da geht noch was. Ich sehe, Sie haben das Problem erkannt. Nun, wir arbeiten. Das war offensichtlich. Sie hätten sie sehen sollen zu ihrer Blütezeit. Das war Anno. Ist noch gar nicht so lange her. Aber, naja, die Industrie und so. Schwieriges Thema. Kein schönes Thema. Ich glaube, schöne Dinge sind viel besser zu besprechen. Was schwebt Ihnen davor? Das Feuerwerk nachher? Vielleicht? Party? Ich habe eine hervorragende Kunstsammlung mit Gutachten wollen. Gewiss. Ist das jetzt ein ernsthaftes Angebot oder ein... Na, wir können das nachher gerne irgendwie, wenn ich nicht zu sehr mitgenommen bin von meinen anderen Gästen, natürlich gerne in Angriff nehmen. Ja, ich kann Ihnen das gerne zeigen. Ja. Was ist mit den anderen? Studien. Studien? Ja. Was für Studien? Also ursprünglich das Studium der Parapsychologie und im Ich würde mich mal etwas enger an ihn und im Spezialfall die extrasensorische Wahrnehmung, aber als ich dann verwandelt wurde, habe ich mich den thaumaturgischen Wissenschaften der Tremere gegeben. Ein Tremere. Ja. Hervorragend. Ich habe schon gehört, dass Sie hier in der Stadt... Ich entschuldige mich bei Ihnen, dass ich Sie noch nicht früher zu mir gebeten habe. Sehr, sehr erfreut, Sie hier jetzt in meiner Stadt zu haben. Überhaupt kein Problem. Sehr, sehr erfreut. Ich kann Leute wie Sie immer gut gebrauchen. Sehr gut, sehr gut. Oh, er ist auch gerade sehr, sehr erfreut. Er lächelt dich so an. Starke Panik auf dem Gesicht. Lassen Sie dem Guten etwas, wie sagt man, Luft zum Atmen. Ja, er ist ja schon ganz rot im Gesicht. Sein natürlicher Ton ist vielleicht etwas anderes. Welche Verschwendung von Vitae. Ich würde einen Schritt zurückgehen, aber würde so ein bisschen schmollig gucken. Schulter zusammensacken. das ist, also wie gesagt, gar kein Problem, weil ich war ja mit meinen Studien beschäftigt und aber wenn Sie natürlich kein Problem. Ja, und die andere Dame? Ich brauchte einen Ort, um unterzukommen. Man sagt mir, als Neuling wäre man in Chicago nicht so gerne gesehen, wohingegen man sich in Gary hier ganz gut aufhalten könnte. Chicago. Die große Stadt, die alles zerreißt. Wir hier in Gary sind immer noch schön und freundlich. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Mitglieder meiner kleinen Gemeinschaft auch einbringen können. Hätte ich nichts dagegen, je nachdem, wie das halt aussieht. Ja, es gibt Dinge zu tun und brauche immer tatkräftige Hilfe. So eine Party organisiert sich ja nicht von selbst, nicht wahr? Kein Problem. Ich, also ganz ehrlich, Siri und ich, ja,
wir ziehen hier die beste Promotion auf, die es gibt. Wir haben so viele Connections, ja, also das wird ein Schauspiel. Ich meine, ich werde immer noch der Champion sein, weil es ist ja dann... Für also, Sie, Mr. Andrews, habe ich eine besondere Aufgabe nachher. Wenn wir irgendwann nachher einmal unter vier Augen und einem Telefon reden könnten. Ja, natürlich. Ich kann ja verstehen, also ganz klar, dass ich eine gesonderte Rolle habe, weil ich bin nun mal immer noch Champion of the World. Im Verrücktsein. Ja, also der Einzige, Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. Der Einzige, ja, Siri sagt, Siri. Der Einzige, der verrückt ist, ist immer noch Herr Bauer. Ja? Es ist immer noch Herr Bauer. Also kein normaler Mensch verhält sich so in Anwesenheit eines heißen Chicks wie Sie. Ja? Also, wenn ich Herr Bauer wäre, hey, wir wären gar nicht mehr hier. Wir wären schon oben. Das lässt sich doch bestimmt arrangieren. Ich weiß jetzt zwar nicht, was Sie oben wollen, Herr Williams, aber ich finde es sehr ungehörig, das Dasein einer Weiblichkeit als Chick zu bezeichnen. Das ist sehr unterminierend. Unterlassen Sie das bitte. Sonst was? Sonst verhalten Sie sich ungentlemanhaft. Nein. Ja, pass mal auf. Du missverstehst das. So heiße Frauen, Damen, wie Emma, ja, guckst du dir an? Ich nehme sie an die Hand und drehe sie. Ja, guckst du die an von ich allen will mich Seiten? Elegant drehen. Mögen es, wenn man sie Chick nennt. Aber das geht doch so. Eine Herabsetzung der Würde, also quasi die Subsumierung der gesamten Weiblichkeit auf das Geschlechtsmerkmal. Das ist doch nicht in Ordnung. Ein interessantes Gespräch hier. Ich fürchte, ich kann nicht länger meinen Beitrag dazu. Ich sage Ihnen willkommen in meiner kleinen Stadt. Sie fühlen sich hier gerne aufgenommen und willkommen, solange Sie nicht gegen die Regeln verstoßen, die Sie hoffentlich alle wissen. Also die allgemeinen, es gibt nicht spezielle Gary-Regeln, so als Unterregelwerk der... Nein, sowas gibt es nur in so Städten wie... Da guckt so ab, ey, verächtlich so Chicago. Ja, Chicago, genau. Wer will da schon hin? Wer sich loyal zu mir verhält und seinen Teil dazu beiträgt, dass unsere kleine familiäre Gemeinschaft wieder aufblüht und unsere Stadt wieder groß macht, der hat hier durchaus ein gutes Zuhause. Und wir haben hier viel zu bieten. Sehen Sie zum Beispiel da drüben, meine Gefährtin. Und er zeigt wieder auf die junge Frau, in der die Treppe runtergekommen ist. Heute Abend werden Sie Zeuge werden von Ihrer Verwandlung. Wieder ein schönes Stück mehr in Gary. Ich stupse den Doktor an und sage, jetzt hat der Stück zu einer Frau gesagt, das ist auch nicht besser, oder? Ist der Prinz. Ich empfehle mich. Bis nachher. Ja. Miss Williams, wir sehen uns nachher in der Kunstgalerie oben, wenn Sie möchten. Und Herr Andrews, wir sollten auch einmal noch ein Wörtchen reden. Entschuldigt. Aber, bei allem Respekt, ja. Sie sind so gar nicht mein Beuteschema. Ja, also, was? Ach so, er will mit mir reden. Ja, aber Siri, dann soll er sich doch einfach, er soll sich klar. Nein, natürlich habe ich das verstanden. Ja, also, er soll sich einfach klar ausdrücken, wenn er sagt,
Hey, Emma, Frau Williams, wir sehen uns nachher oben. Und dann sagt er zu mir, hey, wir müssen auch noch reden, Zwinker, Zwinker. Da, wie soll ich da, da kann ich nicht. Nein, hallo, bei meinem heißen Machen Sie Körper, das mit Ihrem Telefon aus, Mr. Andrews, wir treffen uns nachher an. Prinz, noch eine Frage, wie ist denn jetzt eure korrekte Anrede? Herr Prinz, na, Modius, seien Sie nicht so förmlich, melden Sie mich einfach Modius. Ist das jetzt der Vor- oder der Nachname? Das ist mein Name. Oh. Gut, das ist dann, wie bei Madonna und dem Papst wahrscheinlich. Die junge Dame hat es begriffen. Ich, wie gesagt, da hinten sind noch ein paar andere Herren, mit denen ich reden muss. Geschäfte, Sie verstehen ja. Ich wieder quer durch den Raum. Das war jetzt ein bisschen peinlich, Herr Williams. Herr Andrews. Also, habe ich nur den Eindruck, oder sind es die Männer in diesem Raum, die nicht ganz auf der Höhe sind? Also, Moment einmal, ja. Also, zum einen, ich bin total auf der Höhe, ja. Eigentlich bin ich viel höher als zum Beispiel Herr Bauer, der mindestens 30 Zentimeter unter mir ist. Aber okay, ich akzeptiere es. Und Herr Bauer, warum war das peinlich? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Na, er hat doch klar gesagt, dass er eine Unterredung mit Ihnen wünscht und Sie haben, warum auch immer, auf irgendwelche anderen Aktivitäten Schluss gefolgert. Nein, er sagte, hey, wir müssen dann hinterher auch nochmal. Hätte er das Wort, wir müssen uns hinterher auch nochmal unterhalten oder eine Konversation betreiben oder auch einfach nur reden gesagt, wäre es was anderes gewesen. Ich meine, so hätte man deuten können, aus seiner ganzen Verhaltensweise, dass er erst mit Frau Emma nach oben gehen möchte. Ja, Sie wissen schon, hier. Ja, die Kunstsammlung zeigen, hat er doch gesagt. Ja, na klar. Dabei applaudieren, weil die Kunst so schön ist. Nein, Kunstsammlung. Und Frau Emma würde dann auch bewocken, ein bisschen polstern, ist klar. Ja, was? Und danach, ja, und danach würde er mit mir reden wollen. Ja, während ihr euch da so unterhaltet, was könnt ihr mal jetzt, damit wir das Ding mal jetzt hier getestet haben, auch zumindest wenn ich euch das jetzt sage, dann würfelt jeder mal eine Probe auf Perception und Alertness. Und ich denke mal, ihr behandelt doch so ein bisschen, während ihr euch unterhaltet, den Raum weiter im Blick, was der Modius so macht und was die Frau so macht und so, was so andere noch für andere Leute gibt. Und dann können wir ja gerade mal gucken. Fangen wir mit Melina an. Gegen was denn? Gegen die 6. Immer wenn ich nichts anderes dazu sage, ist es immer gegen die 6. Genau. Okay. So, und hier für die Leute, yay, wir können einen Würfel, Lady Luck würfelt und zwei Erfolge, sehr gut. Und Emma? Drei Erfolge. Und Jonathan? Schreibt er bei mir jetzt oben, komischerweise oben drüber? Nee. Keine Ahnung, warum der jetzt über die Nachrichten schreibt. Jetzt. Ah, da kommt's. Nee, Lockruf der Flammen. Na ja, sorry. Nicht machen. Falscher Text. Bearbeitet. Ja, mach nochmal neu. Da haben wir 5 Erfolge. Wow! Ganz viele 10 dabei. Okay. Und last but not least, unser Malkavianer. Mit 3 Erfolgen. Sehr gut. Okay, ja.
Dann ist auf jeden Fall Jonathan derjenige, der hier am besten aufpasst, obwohl er am meisten angeschäkert wird hier. Und dir fällt jemand auf, der sich auch hier auf der Party aufhält, aber sich sehr, ja, fast schon auffällig halt von den ganzen Leuten fernhält. Also sich versucht irgendwie in Ecken zu halten oder irgendwie sich so an die Wand presst und auch gar nicht so schick gekleidet ist wie der Rest, sondern so eine Kapuzenpulli trägt und die Kapuze irgendwie übers Gesicht gezogen hat. Und ja, der Typ steht ja jetzt gerade in so einer dunklen Ecke und beobachtet euch. Ziemlich auffällig zuerst und dann siehst du, dass er irgendwie von euch, als der Prinz weggeht, von euch wegguckt und dann ganz auffällig die Frau ansieht, mit die eben mit dem Prinzen die Treppe runtergekommen ist. Und die dann auch eine ganze Zeit lang mit den Augen so verfolgt und auch eher so im Raum folgt. Also ein bisschen Abstand haltend, aber so im Raum auch folgt. Wenn ich mich so auffällig, unauffällig nach vorne lehne, hat jemand auch die Gestalt gesehen, die dort in der Ecke uns beobachtet, während der Prinz da war und jetzt den Prinzen beobachtet? Der sieht seltsam aus. Gut, wir sehen alle seltsam aus, aber der sieht sehr seltsam aus. Also ich sehe nicht seltsam aus. Ich sehe gut aus. Jetzt, wo er Ja. oft euch darauf hinweist, bemerkt ihr den Kerl auch. Kennt ihn jemand? Nee, aber wir können ihn einfach kennenlernen gehen. Was ist, wenn er nicht kennengelernt werden will? Dann wäre er nicht hier. Ich schlucke meinen nächsten Kommentar herunter. Okay. Naja, ich ja, ich schätze mal, er ist eh auf der Suche nach mir. Ich gehe einfach mal rüber. Mach das. Okay. Okay. Ja, der bemerkt dich erstmal gar nicht, als dass du groß ankommst. Und ja, verfolgt immer mit seinen Augen irgendwie immer noch die junge Frau mit den kurzen Haaren. Und Unterwegs würde ich übrigens zwei Kelche vom Tablett nehmen. Zwei Tomatensaft. Ja. 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 Okay. Und wenn ich dann bei ihm angelangt bin, guten Abend. Ja, ganz kurz hast du das Gefühl, dass er sich erschreckt, aber das ist auch sofort wieder weg. Und ja, guckt er dann irgendwie mit so einem leicht zugekniffenen Augen ins Gesicht und guten Abend. Glas Tomatensaft gefällig? Tomatensaft. Guck kurz so in das Glas, nimmt das eins von den Gläsern, riecht da so dran. Tomatensaft. Ja, Tomatensaft. Mortifamors, mein Name. Also sieht man, ja, also, die haben bestimmt schon von mir gehört. Schließlich bin ich ja immer noch Champion und weltberühmt und der Beste meines Fachs. Ich habe von Ihnen gehört, Mr. Morse. Ihr Name ist bitte? Dane. Dane, Dane. Ja, auch ein schöner Name. Ja, Was machen ein Sie bisschen hier, Mr. langweilig. Morse? Naja, also die Party ist doch für mich gegeben worden. Also muss ich doch auch hier sein. Das ist Ihre Party? Naja, nicht. Also von mir nicht organisiert, aber für mich halt. Wenn es Ihre Party ist, sollten Sie mehr darauf, auf die Qualität des Tomatensaftes achten und er kippt das Glas so weg und geht an dir vorbei. Ich empfehle mich, Mr. Morse. Also empfehlen, könnte ich Sie für einen Lehrgang Er gutes ignoriert dich und Benehmen. geht an dir vorbei. Also nicht nett, der Mensch. Also ganz ehrlich, mich einfach Siri. Siri, das war absolut unhöflich. Der Jonathan möchte auspexen,
Genau, ich möchte mich mal sowohl als der Mr. Morse, nee, der ich bin nicht, der Mr. Andrews auf den zugeht, mir mal dessen Aura anschauen und wie die sich in dem Gespräch verhält und verändert. Das ging ohne Probleme, also ohne weiteres, ohne Probewurf, ne? So ein Aura gucken, oder? Nee. Mach mal eine Probe. Da muss ich einen Probewurf machen. Ja, habe ich vier Erfolge und vier Erfolge besagt, subtile Veränderungen sind wahrnehmbar. Mhm. Also, ja, kleine Änderungen in der Aura. Okay, du siehst, jetzt wo er gerade mit dem Andrews spricht, die Aurafarben sind du siehst Silber in der Aura. Mhm. Und die Aura wirkt auch leicht verschwommen und hat so ein leichtes weißes Rauschen. Und ja, ein Ticken Schwarz auch noch drin. Mhm. Und ja, das auffällig ist, dass seine Aura im Vergleich zu der vom Andrews, also der Andrews wirkt sehr blass, Aura, und seine eigentlich nicht. Okay. Ich weiß nicht, kann er meine Aura einfach so auch lesen, trotz Aura täuschender sehen, Aura? Ja. Trotz täuschender Aura? Ich glaube, die täuschende Aura bei dir war doch eigentlich nur, dass du, wie du wirkst auf andere, ne? Ich habe keine Ahnung. Das die eigentliche Aura? Ich bin gerade nicht sicher. Vorteil, täuschende Aura. Naja, was auch immer. Würdest du vor mich hinmurmeln? Das ist interessant. Er ist sowohl traurig, als auch besorgt, als auch hasserfüllt. Das ist wirklich ungewöhnliche Kombination auf einer Silvesterfeier. Würde mal so. Passt er zu Weihnachten? Ganz. Zu Weihnachten. Warum? Schon mal Hollywood gesehen? Alle Filme zeigen doch solche Menschen an Weihnachten. Ich gucke nicht so viel Fernsehen, ich lese mehr. So siehst du aus. Würde natürlich auch bei der Gelegenheit mal schnell meinen Blick hin und her flackern lassen, zum einen mal zu Emma und zum anderen zu Melina. Ja, auch die haben eine sehr blasse Aura. Mhm. Weiß jetzt gerade nicht wahrscheinlich, wie ihr drauf seid und eure Gefühlsregungen dem Jonathan mal näher bringen, weil der kann die aus eurer Aurafarbe herauslesen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch jetzt gerade fühlt, deswegen weiß ich es nicht, was ich ihm beschreiben soll. Was für eine Farbe hat denn belustigt? Belustigt? Ja, amüsiert, keine Ahnung. Amüsiert. Das ist gar nicht vorgesehen. Nee, wahrscheinlich was in Richtung. Sie haben keine vorgesehene. In Richtung aufgeregt, eher so ein raus. Bisschen zwischen. Du bist ja irgendwas zwischen Rot und Violett, ja. Mhm. Ja, so amüsiert, interessiert. Aber wie gesagt, entsprechend blass. Ja. Mhm. Ja. Und Emma halt. Ja. Wie ich gerade sagte, also ich würde auch so ein bisschen amüsiert, interessiert, aber also so eher in die neugierige Richtung. Mhm. Ja. Aber bei dem, den ich zuerst betrachtet habe, da war die Aura nicht blass, oder? Nein, auf keinen Fall. Aha. Gut. Hatte aber auch keine Flecken drin. Nein. Na, gut, dann. Flecken wäre Diablerist. Ne? Schlieren sind Diablerist, ja. Was, ne? Was waren Flecken? Ghoul. Cool. Ja, nee. Na, keine Flecken. Dann. Interessant.
Wie sah der Mann aus? Der Typ? Ich habe ihn eben eingeblendet gehabt. Ich weiß nicht, ob du geguckt hast. Schwarzer Hoodie und so ein 3-Tage-Bart. Ich kann ihn nochmal einblenden. Den Hoodie. Kannst du nochmal gucken. Hoodie schwer tief ins Gesicht gezogen. Warte, der ist Typ bei mir. Also es ist so ja, ein Mann mit mittleren Alters, irgendwie hat ja, ein schmales Gesicht, ein Bart, also voll, also so ein ja, gepflegten, etwas volleren Bart. Wo die, wie gesagt, an, es wirkt so ein bisschen, als ob er nicht zu der Gesellschaft hier gehören möchte, weil er wirklich nicht so schick gekleidet ist wie der Rest der Besucher. Vielleicht ist er ja ein Verwandter des Prinzen, der gezwungen wurde, herzukommen gegen seinen Willen. Also so wie er das Mädchen betrachtet, denke ich eher, dass er mit ihr verbandelt ist, anstatt mit dem Prinzen. Oh, das habe ich übersehen. Ja, der bewegt sich auch wieder irgendwie in Richtung von dem Mädchen. Geht er auch wirklich direkt auf sie zu? Ja, der bewegt Kontakt sich halt auf, immer außerhalb oder? Der Menge, so am Rand des Raumes lang, irgendwie versucht immer an der Wand zu bleiben, sich nicht unter die Leute zu mischen. Versucht immer ein bisschen Abstand zu den Leuten zu halten. Bewegt sich halt langsam halt in ihre Richtung. Die steht halt auch sehr relativ verlassen da, irgendwie, die redet anscheinend mit keinem. Irgendwie steht immer noch so einem Treppenabsatz. Hat ein Glas Sekt in der Hand jetzt inzwischen und wiegt so ein bisschen mit der Musik mit. Träumt, guckt so ein bisschen verträumt in den Raum. Aber anscheinend unterhält sich auch keiner mit ihr oder so. Ja, wie gesagt, also ich würde auf ihn zugehen wollen und ihn versuchen abzupassen, bevor er bei ihr ist. Ja, das soll dir gelingen. Wenn du dich ein bisschen beeilst, schaffst du das auf jeden Fall. Hallo. Guckt kurz irritiert in deine Richtung. Hallo? Du siehst etwas verlassen aus. Verlassen? Okay. Warum? Das wollte ich dich fragen. Ja, du hast doch den Eindruck, dass ich verlassen bin. Ich fühle mich ganz und gar nicht verlassen. Nun, hier ist eine Riesenparty am Laufen, die eigentlich gar nicht so übel ist. Du wirkst aber nicht so, als wärst du in Partylaune. Schon bessere Partys gesehen. Die würden mich interessieren. Naja, jetzt sind wir hier und nicht woanders. Warum hast du so ein Interesse an der Kleinen? Und ich würde mal so mit dem Kopf zu ihr rübernicken. Was interessiert dich die? Ich kenne sie nicht, also eigentlich interessiert sie mich nicht. Mich interessiert nur, warum du so ein Interesse an ihr hast. Ich werde sie vor einem großen Fehler bewahren. Und was für ein Fehler wäre das? Mit ihm mitzugehen? Also bist du verliebt in die Kleine? Nein. Schwester? Nein. Cousine? Keine Verwandtschaft. Wohltäter? Manche nennen es so. Und manche nennen es wie? Wohltäter. Und wie würdest du es nennen? Das ist eine gute Frage. Heute vielleicht, wenn ich Glück habe, bin ich Retter. Und wenn ich mich hier so umgucke, naja, vielleicht verloren. Ist die Entscheidung, die sie gefällt hat,
denn auf ihrem Mist gewachsen oder auf seinem? Und ich würde mal so Richtung Gastgeber nicken. Es ist egal, ob es seine oder ihre Entscheidung ist. Sie ist falsch. Man kann nicht jeden Menschen vor einer falschen Entscheidung bewahren. Und wenn es seine eigene ist, dann muss man sie akzeptieren. Aber man kann versuchen, ihre Seele zu retten. Das klingt eigenartig. Sie sollten auch nicht hier sein. Hierher zu kommen, war auch für Sie eine schlechte Entscheidung. Wieso? Es ist ein böser Ort hier. Hier sollte niemand sein, der so aussieht wie Sie. Dann retten Sie mich und sagen Sie mir, was hier so böse ist. Ich bin leider ein sehr neugieriger Mensch. Guckt sich so um. Das muss sich leider verschieben, nicht hier. So, dann? Gehen Sie einfach. Gehen Sie nach Hause. Ich sehe Sie in Ihrem Unglück drin und vielleicht stürzen Sie auch noch andere mit hinein. Mein Unglück ist nicht mehr in meiner Hand. Ich würde so die Arme heben und würde ihm bedeuten, dass ich ihn nicht aufhalten werde. Gehen Sie nach Hause. Wir werden sehen. Ja. Und er drängt sich wieder an dir vorbei und will weitergehen. Ich lasse ihn gehen und beobachte mal die Situation. Ja, er geht nicht direkt zu ihr hin, weil es auch ein bisschen kompliziert ist, weil sie ja mitten im Raum steht, im Treppenabsatz. Aber er bleibt so in Reichweite. Und dann stehen und beobachtet die halt. Und was machst du? Ist auch stehen und beobachtest ihn, oder? Erstmal ja. Was mit Jonathan und Melina? Also ihr habt gesehen, wie Emma rübergelaufen ist, sich kurz mit ihm unterhalten hat und dann hat er sich an ihr vorbeigedrückt. Also zumindest, wo sie dann hin ist, würde ich so ein paar Schritte nachgehen, weil ich habe ja mitbekommen, dass er zumindest hasserfüllt ist und wer weiß, wie unberechenbar und bevor eine Maid in Nütten gerät, fühle ich mich natürlich verpflichtet, da einzugreifen, aber als er dann weitergeht, lass uns nur mal so die Schultern hängen, oh, Gott sei Dank. Und wird dann nochmal, so dass es nicht auffällt, nochmal Schritt für Schritt zurückgehen, wo ich stand. Mhm. Und Melina? Ich weiß nicht so richtig, wie ich den Typen einordnen soll. Und ich würde mich aber auch ungerne von der Feier abhalten lassen, aber ich versuche halt, ihn immer wieder zwischendurch im Auge zu behalten, immer mal wieder rüber zu gucken und so, was der so macht. Aber ich hänge da jetzt nicht mein Herz dran, den auf keinen Fall aus den Augen zu verlieren oder so. Okay. Ja, das dauert eine Weile, als es dann so Richtung Feuerwerk geht und sich die Leute irgendwie nach draußen gehen und halt das Feuerwerk begutachten. Alle so ein bisschen in die Luft gucken, um halt die Raketen und Böller halt zu sehen. Geht auch die Frau halt auch nach draußen und guckt auch so nach oben und auch er folgt nach draußen und versucht sich dann ein bisschen näher an sie heran zu machen. Also nähert sich ihr jetzt so langsam durch die nach oben guckenden und ah und oh und ja, und es gibt lauter irgendwie Leute prosten sich zu, umarmen sich und wünschen sich ein fröhliches neues Jahr und so. Und es ist immer noch auffällig, dass sie mit keinem spricht. Hin und wieder mal angesprochen wird und auch ein bisschen umarmt wird von irgendwem, so, aber sie spricht nicht mit den Leuten. Ja, und er macht jetzt halt Anstalten, so zu ihr hinzugehen.
Und falls keiner irgendwie einschreiten würde, kommt er dann irgendwann neben ihr zum Stehen und spricht sie irgendwie an. Und rüttelt irgendwie ein bisschen an ihr dran. Ist der Prinz in der Nähe? Nee, kannst du ihn gerade noch nicht sehen, wo der ist. Anscheinend gerade nicht da. Und macht jetzt so Anstalten, sie so irgendwie so wegzuziehen. Ich würde mal so nah rangehen, dass ich mitkriege, was die miteinander reden. Ja, momentan reden sie jetzt gar nicht mehr, versucht jetzt sie halt wegzuziehen. Und sie macht halt so irgendwie so Gesten irgendwie, dass sie nicht will, dass sie nicht mit will, aber sie sagt auch weiterhin nichts. Und er ist halt stärker als sie und zieht sie halt weg gerade. In Richtung Parkanlage nach draußen. Das geht ja mal gar nicht. Sich Mr. Andrews irgendwo? Andrews ist bestimmt auch nach draußen gegangen, oder? Ich? Nö. Bist du das alleine beim Feuerwerk drin geblieben? Ja, hallo? Ich habe mir mit Siri einen Platz am Fenster gesucht. Ah, okay. Dann guckst du durchs Fenster raus. Hast du aber auch dann weiter nicht auf die Situation da geachtet? Naja, der Typ war unhöflich. Hallo? Der hat mich nicht gewürdigt in meinem ganzen Stolz. Was ist das denn? Das dann muss erstmal durchdiskutiert werden. Dann kann Jonathan den William jetzt gerade nicht sehen, weil er nicht draußen ist. Ja, also aus dem Fenster auch nicht. Ja, dann würde ich mich hilflos umgucken. Sollten wir da nicht einschreiten? Der belästigt doch die Dame offensichtlich. Jetzt, wo er es sagt, Melina, fällt dir das auch auf, dass er den Typ die halt mitzieht. Sich selbst, ich gehe mal jetzt, auf wo den, sie sich noch mehr selbst siehst du irgendwie jetzt gerade, wo du da hinguckst, dass er sich die irgendwie so über die Schulter schmeißt und jetzt schneller wegläuft. Und jetzt auch so um die Häuserecke biegt und jetzt quasi aus eurem Sichtfeld raus ist. Ja, dann hinterher. Ja. Ja, ich würde auch hinterher rein. Alle hinterher, außer William. Und sollte ich den im Fenster irgendwo sehen, mache ich dann. Falls ich es sehe, renne ich natürlich hinterher, logisch. Weil, hallo? Ja, machen wir erstmal der Jonathan erstmal eine hier Perception Awareness, ob er den sieht. Mhm. Achso, das hatten wir eben schon mal, Perception und Awareness. Alertness, nicht Awareness. Awareness ist übernatürliches. Ja. 3. Dann wirst du ihn auf jeden Fall sehen. Und dann macht der ganze William das auch nochmal, ob er es irgendwie realisiert, dass er einer was von ihm will da draußen, während das tolle Feuerwerk nach oben ist. Awareness. Was gar nicht so schön ist, weil Emma gar nicht so davon... Nur Alertness. Und Perception, ne? Genau, Perception und Alertness, genau. Aber Emma hat sich auch nicht auf das Feuerwerk konzentriert, von daher ist es gar nicht so. Das ist sie groß hin an. Nur einen. Da klopft einer an die Scheibe, aber das ist wahrscheinlich wieder nur ein wirrer Fan. Ja, ich winke aus dem Fenster. Er hat eine 7 und eine 9, dann wären das doch 2 Erfolge. Ja, eins aber negiert. Die 1 negiert einen wird. So. Genau. Ja. Ja, gut, kann man nichts machen. Wenn der. Ja, wahrscheinlich, so wenn ich auf eure Werte so gucke, ist Melina wahrscheinlich die schnellste von euch, vor allen Dingen, weil Jonathan sich noch mit dem Fenster beschäftigt. Ja, und biegst zuerst um die Ecke und siehst dann jetzt... Ich war aber näher dran. Stimmt, du warst näher dran, ja, dann kommt ihr ungefähr gleich um die Ecke von der Häuserwand und ja, seht den Typen, der sich jetzt halt das Mädel halt über die Schulter geschmissen hat, wie er jetzt halt in die Parkanlage reinläuft, also den Hügel runter, Richtung Straße. Ich würde neben Melina herkeuchen, merke ja schon, dass sie nicht schneller ist, und sagen, du nimmst ihn, ich sie. Okay. What's the plan? Ja, ich tackle den flüchtenden Menschen kriegen, das habe ich gelernt. Gut, dann läufst du zu ihm hin und machst mal eine Dexterity und Brawl-Attacke. Ja, warte mal. Ja. Oh, dieses D6.
Dingsy. Mein System ist da noch nicht hier mit diesen Würfelchen hier eintippen. Keiner! Bei 8 Würfeln, was ist denn für eine Scheiße? Tja. Ja. Dann wirst du. Ich sehe das ein mit dem Vorbehalt gegen Technikwürfel. Ich glaube, so scheiße hätte ich nicht gewürfelt. Willenskraft? Ja, du kannst Willenskraft benutzen, ja, genau. Dann wäre nämlich eine 1 ein Erfolg. Dann hättest du 2 Erfolge. Ja. Ja, dann machst du es. Okay, dann ein Willenskraft mit vollem, mit ganzer Anstrengung schaffst du es, den zum Boden zu tackeln. Das Mädel fällt ihm halt aus der Hand und rollt so ein bisschen den Rasen herunter, den Hügel. Und er rappelt sich relativ schnell wieder auf und guckt dich so ganz mit hasserfülltem Blick an und ruft dann: Lass mich in Ruhe! Während dann Emma aufschließt. Und Jonathan oben um die Ecke läuft und sieht, dass die beiden Mädels da irgendwie vor dem Typen stehen. Ja, nee, lass du sie in Ruhe. Du hast sie gegen ihren Willen von der Party entführt. Das macht man nicht. Ich beschütze nur, was ja, rein ist. Ich würde halt mich direkt zu deren Mädchen begeben und mal gucken, ob es ihr gut geht und sie auch fragen, ist alles okay? Sie guckt dich so mit großen Augen an, antwortet dir aber nicht. Willst du mit ihm mitgehen? Schüttelt den Kopf. Reden. Siehst du, sie will nicht mit ihm mitgehen. Verpiss dich. Das ist nicht ihre Wahl. Natürlich hat sie eine Wahl. Was haben Sie überhaupt mit diesem Unhold zu tun? Und guckt so zuerst zu Emma und dann zu Melina. Wir haben nichts mit ihm zu tun, aber wir wollen ihr helfen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen gehen. Und seit wann höre ich auf sie? Hätten sie wohl besser getan. Sind sie auch eine von denen, die mit den Unholden zusammenarbeiten? Währenddessen kommt Jonathan. Ich würde mal aufstehen und wütend auf ihn zugehen und ihm dann so mit dem Finger auf die Brust tickern und würde sagen: Mich geht es etwas an, wenn Sie jemanden zu etwas zwingen wollen, was derjenige nicht möchte. Und dann würde ich wirklich meine ganze Präsenz einsetzen. Mhm. Ja, als du ihn zuerst so gegen die Brust tippst und schlägt er mit seinen, also er hat Handschuhe an, ne? Merkst du jetzt auch. Irgendwie schlägt er dir die Hand so beiseite und funkelt dich nochmal böse an. Und irgendwie das Wegschlagen deiner Hand ist, tut dir merkwürdig weh auf deiner Hand. Also nicht nur, dass es irgendwie dieser Aufprall, der von Arm gegen Arm ist, sondern es ist so, als ob du so eine kleine Verbrennung hast. Guckst du auf deinen Arm kurz runter und willst dann gerade so deine Präsenz ganz einsetzen, merkst du, dass da eine dicke Brandwunde an deinem Hand, an deiner Arm. Au! Du Arsch! Ich wusste es! Du bist auch eine von ihnen. Von wem? Von den Unholden. Ich bin kein Unhold. Und jetzt würde ich aber wirklich meine Präsenz einsetzen. Ja, mach das. Welche Präsenzstufe, was willst du damit erreichen? Ich will ihn verunsichern, einschüchtern, dass er aufhört, so Bockmist zu bauen. Okay. Gut, dann baust du dich vor ihm auf und willst du ihm irgendwas sagen noch? Dann irgendwie ihn Furcht einflößen willst oder so? Ja. Wenn du dich mit jemandem wie ihr anlegst und ihr deinen Willen aufzwingen willst, dann kriegst du es auch mit mir zu tun. Okay. Und mir! Was würfel ich jetzt genau? Ich muss selber mal kurz gucken. Ich habe gerade das Regelbuch nicht offen. Hat es jemand offen? Kann kurz gucken. Nein. Ja, gerade nochmal was. Genau. Präsenz 2 müsste das sein, ne? Mach mal gleich. Und da irgendwas, ich denke, da glaub, man muss man das würfeln. Ich glaube, er hat auch irgendwie was zum Verteidigen.
gerade mal meine Werte gucken. APFP-Präsenz ist nachfaden. Inhaltsverzeichnis. Präsenz, da musst du zwei Charisma einschüchtern. Das Ziel eingeschüchtert ist, während 3+ Erfolge anzeigen, dass es vor Angst wegrennt. Was muss ich denn würfeln? Was muss er würfeln? Was muss er denn würfeln? Charisma einschüchtern. Charisma und einschüchtern, ja. Also Intimidate und Charisma müsste das auf Englisch sein. Genau. Und hat, habe ich dann einen Gegenwurf gegen? Und ja, das ist doch bei den Vampire OP. Ich habe sowas von abgelost. Die Schwierigkeit des Geistesschärfe des Opfers. Minus, das ist ein Botsch. Ja, ja. Der lacht mich aus. Ja, der lacht dich aus, genau. Das geht ganz nach hinten los mit deiner Präsenz. Und ich sage jetzt nichts zu diesem Würfel. Willpower. Nein. Nein, gut. Ich möchte ja, dass du auch noch was machen kannst. Oder Melina. Ja, Melina hat ihn ja schon runtergetackelt gehabt. Du könntest jetzt mal was machen. Soll hier ich auch rufen? Also, guter Mann, verlassen Sie jetzt das Gelände und lassen Sie die Damen in Ruhe. Alle nicht drei. Ohne Sie. Ach, die Dame will nicht mit dir mitgehen. Eine definitive Willensbezeugung gezeigt, dass sie nicht mit Ihnen mitgehen möchte. Und das wäre, wenn das Sie das gegen Ihren Willen tun, Entführung. Sie handeln widerrechtlich gegen das Gesetz. Es ist nicht Gottes Gesetz. Und Gottes Gesetz steht über den menschlichen Gesetzen. Ja. In welchem Jahrhundert leben Sie denn? Solange die menschlichen Gesetze von euch korrumpiert werden, steht Gottes Gesetz darüber. Solange ich eine Seele zu retten habe, stehe ich darüber. Also ich eure, ihr seid verloren, aber sie ist noch zu retten. Und würde jetzt so gute vorschlagen, bis Williams, Sie schauen, ob Sie hier irgendwie Bodyguards bzw. Sicherheitspersonal finden, die den Herrn entfernen und wir passen, also Miss Melina und ich passen auf die Dame auf. Ja, da ich feststellen kann, dass meine Erscheinung keine Auswirkung hat, würde ich dann mal nicken und schnell Richtung Haus zurückrennen. Wer weiß, was das für ein komischer Fanatiker ist, der auf deine Fähigkeiten ja, so nicht anspricht. Und während daher, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich diese Dame, die Sie gegen Ihren Willen entführen wollen, mit Waffengewalt verteidigen werde, wenn es sein muss. Ja. Mit welcher Waffe willst du kämpfen, Unhold? Doch, total indiskutabel. Mit welcher Waffe? Es war nur eine Warnung. Sie sind ein mündiger Bürger und können entscheiden, ob sie dieser nachkommen möchten oder dagegen widersprechen. Ich gehe nicht ohne sie. Und er macht wieder Anstalten Richtung dem Mädchen zu gehen. Melina steht ja daneben, kann auch noch was machen. Ja, dann, ich packe ihn und würde ihn sonst mit einem gezielten Griff erstmal bewusstlos machen. Mhm. Okay. Dann mach mal noch mal eine Attacke. Oder was wollte Jonathan noch machen? Hat sich dann erledigt? Alles gut. Okay. Ja, alles gut. Also eine Nahkampfattacke. Ja, warte mal. Bitte besser. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Das Würfelprogramm. Das verarscht mich doch. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich null Erfolge mit dem Scheißding gewürfelt habe. Das zweite Mal. War gut. Nee, als ich den Testwurf gemacht habe, hatte ich auch null. Und ich dachte, super, dann wäre die Scheiße jetzt schon mal weg, dann kannst du jetzt gleich vernünftig spielen. Ja, toll.
Ja, er schafft es, sich aus deinem Griff irgendwie rauszulösen und ja, macht jetzt Anstalten, das Mädchen wieder zu packen. Und jetzt kann der Jonathan vielleicht doch noch was tun. Ja, eine Sekunde. Ich schaue gerade nach der Schwierigkeit. Müsste aber 6 sein, wenn nichts dabei steht. Dann mache ich auch einen Wurf. Ich habe 2 Erfolge. zwei Erfolge. Ich beschwöre einen permanenten Offizierssäbel in meiner Hand, die ich genau in die Laufbahn zwischen ihm und der Frau halte. Okay. Ja, er stoppt dann Wenn der. davor so ab. Ich habe sie gewarnt. Er funkelt dich böse an und meint dann so: Ich gehe nicht ohne Sie. Wir müssen mich schon umbringen, Miss, wer auch immer Sie sind. Sie können gerne hier bleiben, aber die Dame bleibt hier. Alles andere wird dann die Haussicherheit mit Ihnen klären, sobald übrigens, ich gerade keinen Namen zu sagen. Die Dame, die eben weggegangen ist, zurückgekehrt ist. Emma. Ja, er guckt dich weiter böse an. Und so. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Seele geopfert wird. Sind Sie sich überhaupt bewusst, was Sie hier tun? Verrückte davon abhalten, Mädels, die nicht mitgehen wollen, widerwillig wegzuzerren, ja. Sie ist korrumpiert von diesem Mann, der mir das Haus gehört, und ihr anscheinend auch. Eure Urteilskraft ist genebelt. Schon mal was von Entscheidungsfreiheit gehört. Es gibt in dieser Welt keine wahre Entscheidungsfreiheit. Nicht für euch, nicht für sie. Würden Sie sich vielleicht mal erklären, woher Sie kommen und welches Interesse Sie an Sie haben? Sie sind ja nicht ein normaler Bürger von der Straße, so wie ich das annehme. Tut nicht zur Sache, wo ich herkomme. Feige auch noch, ich verstehe. Das sagt der mir den Unbewaffneten mit einer Waffe bedroht. Ich habe euch vorher gewarnt. Sie. Ich euch auch. Merke mir euer Gesicht ganz genau. Komme wieder. Und dann werdet ihr zur Rechenschaft gezogen für den Verlust dieser Seele. Und das, was heute Abend geschieht, seid ihr schuld. Ihr drei. Dann Natürlich. dreht sich um und geht weg. Nö, nö, nö. Ich kann dich den nicht nochmal packen. Klar, kannst du ihn packen. Also Pack dann ihn! Lady Luck. Lady Luck, bitte. Jetzt musst du doch mal. Ich weiß nicht, was er die ganze Zeit macht. Fühle ich mich bestätigt. Willenskraft, Ihr müsst. Sie hat minus 1, selbst wenn dann eine 1 ein Erfolg wird. Dann Eine wird aber 1. der jetzt negativ negiert, also hat dann quasi indirekt 2 Null. Erfolge. Nee, wenn sie einen minus eine 1 wegnimmt, hätte sie ja 0. Aber da die 1 nicht nur weggenommen wird, sondern zu einem Erfolg wird, hat sie 1. Der Der Willenskraftpunkt Misserfolg wird macht nicht nur eine negiert, 1 sondern zu in einem einen Erfolg Erfolg. umgewandelt. Das ist doch echt, das ist scheiße. Das wäre mir beim Würfeln nicht passiert, wenn man. Ehrlich. Ja, ist Also aber Woche dafür sind zuvor. die Würfel nun mal da. Diese, die sind für gar nichts gut. Damit wir uns da mal einig Also sind. Umbreon, programmier mal einen neuen Würfelbot. Hör mal, ja, ich gebe dafür noch einen Willpower-Punkt aus. Das kann ja wohl lieber sein. Schmeiß hier heute Abend mit Willpower um Ja, mich. dann schaffst du es, ihn gerade so irgendwie zu packen. Ja, toll. Und ja, was willst du denn machen? Ihn festhalten, damit er nicht abhaut. Ja, der haut nicht ab. Das Emma heißt, du ruft hast ihn ja gerade die jetzt im Griff. Security. Ja, halte ich den weiter fest, bis die Security kommt.
Ja, lass mich los, Untier. Wie redst du denn mit mir? So wie es dir gebührt. Wenn ich könnte, würde ich dich hauen. Aber das klappt dir nicht. Ja, und er funkelt dich böse an und du hast deine Arme so um ihn in so einem Haltegriff so geschlossen und als du gerade dieses Untier dann brüllt, merkst du auch langsam, wie deine Haut irgendwie anfängt, warm zu werden. So als ob du ein Bügeleisen umarmst gerade. Das an ist. Und zack, ist musst du los. Ist sehr heiß, ja. Und du fängst an, irgendwie zu deine Kleidung fängt an zu qualmen an den Armen und dann lässt du ihn instinktiv los und merkst, dass du überall halt so deine Kleidung angefangen hat zu qualmen. Und dreht sich um und sagt so, ich wusste es. Und läuft dann weiter runter Richtung Ausgang. Ja. Später. Also wenn ich das sehe, dass auch die Kleidung von Melina anfängt zu qualmen, ist ja erstmal egal, ob er im Recht ist oder im Unrecht ist, aber er ist ein Fanatiker, der uns ausrotten will. Also ergo Todfeind. Per Definition. Dann würde ich zuspringen und es beenden. Okay. Dann lauf nach vorne. Attackiere, ja. Alter, wo ich gerade nochmal. Ach, das sind ja auch nur 5 Leck, ey. Warum habe ich so schlechte Werte? Ja, aber damit machst du 2 Erfolge. Sag mal nichts zu. Ja, ich guck gerade mal auf seine Werte, ob er ausweichen kann. Und noch liegt ja Melina auf ihn drauf. Oder ja. Oder. Nee, ich bin ja weg. Er hat ihn ja losgelassen. Ja, aber du schaffst es irgendwie, ihm den Säbel irgendwie zwischen die Rippen zu rammen. Stärke plus 2, oder? Mhm. Für Säbel Stärke plus 2? Ja. Oder willst du nach den Old BOD-Regeln gehen? Also weil der eine neue... Was? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Der Säbel, was der für einen Schaden machen soll. Ach so, ja, plus 2. Wo ist das Botfenster? Dann sind das. Oh nein, doch kann ich das lassen. Das wäre jetzt falsch. Ne, ich lasse mal das F1 weg, weil da gehen ja keine Erfolge runter. Ja, das sind 2 Schadenserfolge. Mhm. Das 6F hättest du da stehen lassen können. Na gut, aber der zieht die 1. Die gleich 6 hätte stehen lassen können. Ach ja, stimmt. Aber gut, das sind, kriegt er ordentlich Schaden und sackt erstmal zu Boden und. Ja. Was machen die anderen? Emma holt inzwischen einen der Security Guards und kommt inzwischen mit dem auch angelaufen dann. Vielleicht sehe ich ja auch zwischendrin den. Dem großen, starken Wrestler. Ja, warum nicht? Dann würde ich auch den versuchen mitzunehmen. Wenn er das mit sich machen lässt? Ja, natürlich. Ich folge Siri. Frau in Not hat dir schon mal irgendwie Unglück gebracht. Ja, ich weiß. Das ist irgendwie, aber... man kommt ja nicht aus seiner Haut, ne? Und Frau in Not ist halt Frau in Not. Ja, gut, dann kommt ihr halt langsam an und seht gerade, dass der Jonathan den von Melina gestoppten Typen halt gerade mit einem Säbel niedergestochen hat. Herr Bauer, also ich bin jetzt vielleicht juristisch nicht ganz so gebildet, aber also aus meiner Definition ist das schon ein bisschen Mord. Sie können doch nicht einfach Menschen... Nein.
Das ist Notwehr. Zum einen hat er sowohl Miss Williams als auch Miss Fernandes mit Säure angegriffen, da sie Brandspuren auf der Haut haben. Und ja, das war Notwehr. Ich würde gleich zu dem Mädchen rennen und würde nochmal gucken, geht's ihr gut? Hat sie klare Augen? Kann ja, sie, klare Augen hat sie auch, ja. Und dann macht sie irgendwie so Gesten, so dankbare Gesten in deine Richtung, redet aber nicht mit dir. Aber, Herr Bauer, ich meine, ganz ehrlich, es ist ja, ich meine, auch wenn er den Tomatensaft vielleicht nicht ganz so gut fand wie ich, aber das ist nicht so wirklich Moment. Ganz rechtens. Unbewaffnete mit Säure anzugreifen ist überzogene, ist ein Angriff. Und da ist ein Angriff mit einer anderen Waffe gerechtfertigt oder Notwehr mit einer anderen Waffe gerechtfertigt. Außerdem lebt er ja noch. Ja, er ist halt irgendwie ohnmächtig oder so und blutet stark. Und der die Security Guard, dem nimmt den jetzt auch auf die Schultern. Ich werde den entfernen. Wollen wir nicht lieber einen Krankenwagen rufen? Ich meine, das ist doch. Der Chef kümmert sich ja da schon drum. Er ist, okay. Das ist eine Sache des Hausherrn. Also das muss man jetzt ganz klar sagen, Mr. Andrews. Wir haben in der Not eingegriffen, aber die letztendliche Entscheidung ist Sache des Hausherrn. Und ja, schon. Aber ist der Hausherr denn Arzt? Ich meine, Arzt. Du bist gut, Kumpel. Vorbeilaufen, klopfte dir so auf die Schulter. Der Sicherheitsmann fängt nicht an zu qualmen. Jetzt gerade nicht, nee. Okay, interessant. Ja, dann würde ich meine Säbel irgendwo im Gebüsch verstecken. Okay. Ja. Und ja, ihr führt das Mädchen wieder zurück auf die Terrasse und da steht dann auch schon der Prinz und ich hab dich schon überall gesucht. Das Feuerwerk ist vorbei. Und nee. Also bevor wir die hochführen, würde ich schon erst irgendwie nochmal mit dir reden wollen. Ja, versuch das mal. Kannst du reden? Stumm oder? Du möchtest diese Zeremonie? Das wird nicht sicher. Ich gehe mal zu Jonathan und reiße ihm Stift und Papier und reiche es der Dame. Ha! Muss ich irgendwie meine Innentasche reinreißen? Männer mit einem Säbel niederstrecken, aber wenn eine Frau zu nahe kommt, dann ist klar. Ja. Ja, dann würde ich es der jungen Dame reichen. Vielleicht hilft das bei der Kommunikation. Ja, sie schreibt dann auf, bringt mich zum Modius. Du willst das wirklich? Natürlich. Du weißt, was das für dich heißt. Ja. Nun dann würde ich sie wirklich hochbringen. Und dann, ja, eben die Szene schon beschrieben, alle gucken dann und oh und ah und das Große wird jetzt passieren und ja, und in aller Öffentlichkeit hier auf der Terrasse vor ganz vielen Leuten empfängt das arme Mädchen den Kuss von Modius und ja, ihr seht jetzt auch das allererste Mal auch, wie das irgendwie mit euch wohl auch vonstatten gegangen sein muss. Also das erste Mal, dass man das dass ihr das jetzt auch irgendwie aus zweiter Hand erst seht. Ja, und er wandelt dieses Mädchen, die dann auch in ohnmächtig zusammenbricht und dann von ihm halt in galanter Manier so über die Arme halt in ins Haus getragen wird. Ein neuer Vampir für diese Stadt. Ein Hoch auf die Retter. Und er guckt dann so in eure Richtung. Ja, und er bringt sie dann die Treppe hoch und verschwindet dann in einem der Zimmer irgendwie, die oben sind.
Während dann alle unten nochmal nach oben gucken und sie von der Situation total gebannt sind und die Fronttür zum diesem Ballsaal, zu diesem Empfangssaal halt aufgerissen wird und ein ziemlich breitschultriger Typ da steht und sich so quasi über die Schwelle schleppt und dann anscheinend ist einer der Security Guards und dann irgendwie irgendwas in der Hand hat, nach vorne umkippt. Das so fallen lässt. Ja, ich würde hinrennen und gucken, was der da, wie es ihm geht, Ja, erstmal. der scheint noch zu leben. Und das war ein Brief. Irgendwie der Typ scheint ja ziemlich ausgelaugt zu sein. So, aber sehr kräftig, also sehr angestrengt irgendwas gemacht hat. Okay, So dann wie würde ein ich. Spitzensportler vielleicht, wenn er wirklich sich total verausgabt hat. Dann würde ich mir mal den Brief angucken. Ist ein Brief, der adressiert ist auf dem Umschlag an den Prinzen der Stadt Garry Modius. Dein Herr hat sich gerade zurückgezogen. Muss den Brief kriegen. So wichtig. Ja. Dann würde ich dem Prinzen nacheilen und mit dem Brief natürlich mitnehmen. Loyal eilt die Treppe hoch oder du eilst die Treppe hoch, ich weiß nicht, was die anderen machen wollen. Ich würde auf jeden Fall nach dem Boden liegen gucken, dass der verletzt Der oder ist verausgabt, würdest du sagen. einfach nur so, aber Puls ist da, also oder Puls ist Rasen da, von ja. Anstrengung. Ja. Der hat sich komplett Dann körperlich verausgabt. stinkt mir irgendwie. Ja, dann der Dame hinterher. Ja, ich gehe auch mit. Ja, ihr klopft vielleicht. Was macht der oben an der Tür angekommen? Klopfen. Ja. Wer ist da? Passt für euch. Ja, dieses. Ja, die Tür wird aufgerissen, du siehst in deinem Zimmer, was über und über halt mit Kerzen schön beleuchtet ist, so richtig romantisch eingerichtet. Das Bett mit so Rosenblättern verziert und wo die Dame gerade drauf liegt. Und Modius jetzt sich seinem Sakko schon entledigt hat, macht die Tür auf und blinzelt dich böse an. Und was ist denn? Einer eurer Bodyguards kam total aufgeregt herein und hat es aber nicht bis zu euch geschafft und ich reiche ihm so den Brief. Er Ja, meinte, es wäre wichtig. reißt den so vor deinen Augen auf, liest dann so: Was für eine Unverschämtheit! Wie kann er sich es erdreisten? Dieser. Ah! Arsch? Ja! So eine Dreistigkeit! Ich bin nicht ganz auf dem Informationsstand, auf dem ihr seid. Reißt dir den Brief vor die Füße, legt die Tür vor deiner Nase zu. Ja, würde ich mir den Brief angucken. Ja, in dem Brief, der Brief ist von dem Prinzen der Stadt Chicago, Lodin, in der dem Prinzen Modius ein fröhliches neues Jahr gewünscht wird und er daran erinnert wird, dass die neuen Vampire in seiner Stadt doch gefälligst sich bei ihm vorzustellen hätten und er sie begutachten würde, wollen würde. Und dann steht da irgendwie so schön formuliert in rosigen Formulierungen halt, also er versucht dem so ein bisschen arschkriecherisch das irgendwie beizubringen, aber dahinter steckt halt der Schick die neuen zu mir, sonst bist du dran. Ungefähr so ist das.
Ja, wenn dann die anderen bei mir Da stehen auch angekommen eure sind. Namen halt dran, ne? Also William Andrews, Emma Williams, Melina Ferrenades, Jonathan Bauer. Und anscheinend weiß da jemand genau Bescheid und da steht dann halt auch drin, sie sind in meiner Stadt. Und ich werde sie jetzt begutachten. Das Gesetz, die Maskerade wurde gebrochen und bla blub und bla und so. Ja, wenn die anderen bei mir ankommen, würde ich ihnen so den Brief hinhalten und würde sagen, oh, könnte auch unser Todesurteil sein. Dann geht die Tür wieder auf und der Modius steht wieder vor der Tür und sagt, dieser unverschämte Bastard aus Chicago, ständig versucht er mir in meine Angelegenheiten rein. Ihr vier. Ja. Ihr geht nach Chicago und bringt ihm meine Antwort. Wir sind doch nicht lebensmüde. Wie wäre denn eure Antwort? Meine Antwort Also ist, ich dass er muss sich eh aus nach meinem Chicago. Scheiß raushalten soll. Geht zu ihm Und hin er und wird dann stellt euch unsere bei ihm. Leichen zurückschicken. Geht Ach zu ihm nein, hin das und geht ja stellt nicht. euch Wir mal machen euch Vor. vor! Ruhe jetzt! Der Prinz redet, habt ihr zu schweigen! Böse an. Welcher Prinz? Geht er hin, stellt euch. Zeigt ihm vor. Danke. Harry rauszuhalten. Ihr gehört jetzt in diese Stadt. Chicago. Ich gebe euch ein Schreiben mit. Morgen Nacht bringt ihr den Brief rüber nach Chicago. Entschuldigung. Ja. Also ich will ja nichts sagen. Ich meine, ich will ja auch gar nicht den Spaß verderben. Ich weiß, du willst da rein und dann hier Knicker, Knacker und so. Alles gut, ja. Würde ich ja auch machen. Ja, ich meine, dein Körper ist zwar nicht so wie meiner, weil meiner ist halt, naja, egal, bisschen Training und so, dann kommst du. Aber ist auch nicht das, was ich sagen möchte. Ich meine, ich gehe gerne zurück nach Chicago, gar kein Thema. In Chicago wird man dann gemutet. Und dann ist es einfach so, dass Chicago ist ja, also ich meine, ich bin ja immer noch Champion of the World. Also sieht man ja hier an dem Gürtel. Ja, hier an meiner Taille. So ein Gürtel ist, ne? Also, und deswegen ist Chicago schon irgendwie meine Stadt. Also gehört schon alles mir, weil ich bin ja der Champion von Chicago. Und das ist einfach, wenn ich da hingehe, ich meine, ich gehe gerne dahin, ich zeige auch gerne meinen nackten Arsch, weil, hallo, das ist so ein Knackarsch, so, boah, das kannst du dir, also dir zeige ich nicht, weil aber, also es ist schon so, dass, was, Siri? Ja, nee, nein, jetzt halte ich mal kurz raus. Wenn sich Erwachsene unterhalten, haben Krümel nichts zu sagen, okay? Mr. Also, Was er sagen will, ist, wenn wir dahin gehen, sind wir tot. Also warum sollten wir das tun? Nein, warum sollte ich tot sein? Ich meine, Mr. ich kann Andrews, doch da hingehen und schweigen sagen, Sie. Er hey, guckt pass dich auf. an und du hast das Gefühl, du müsstest jetzt ruhig sein. Hab keinen Nerv für diese deiner Art. Befehl ist Befehl. Ihr habt meine Anordnung gehört. Morgen geht ihr mit meinem Brief an den großen Lodi nach Chicago und überbringt ihr meine Nachricht. Ja, Niemand ich wird habe euch ja nichts irgendwie dagegen. angreifen oder du darfst gerade nicht. Du hast gerade das Gefühl, nicht reden zu dürfen. Tut mir leid, aber ist so. Und niemand wird euch angreifen oder sonst irgendwie handgreiflich werden, denn ihr seid Boten aus Gary. Was immer er vorbringen will, das soll er mit mir sehr persönlich klären. Und das würde ich alles in diesem Brief niederschreiben. Und solange ihr den bei euch habt, wird euch niemand angreifen. Ihr gehört jetzt zu Gary und nicht nach Chicago. Und das will ich ein für alle Mal geklärt wissen. Aber um des guten Willens wegen, stellt ihr euch ihm halt vor. Sind ja keine Unmenschen.
So, und jetzt befasst euch mit eurem Kumpel, der nicht reden will. Gute Nacht. Schlägt die Tür wieder zu. Und jetzt fällt auch dieses Gefühl von William wieder ab. Ich wollte ja nur sagen, dass ich gerne nach Chicago wollte. Es ist ja eh meine Stadt. Und ich habe keine Angst vor irgendwem. Es gehört eh alles mir. Also, ja, dann machen wir es doch einfach. Lasst uns einfach da, wir gehen jetzt einfach dahin und ja, ich meine, wir sind Menschen und wir können doch dann auch wie vernünftige Menschen mit denen reden. Dann fühle ich mich eher wie eine Laborratte. Aber du siehst, naja, okay, ein bisschen siehst du aus wie eine Ratte. Also deine Nase ist schon so und deine Ohren, aber was? Nein, alles gut. Aber nichtsdestotrotz, also ich fühle mich eigentlich nicht wie eine Laborratte. Ich bin, also lass uns doch einfach, das ist doch, ich meine, ich wohne eh in Chicago, kommt da einfach vorbei in meinen Gym, dann trainieren wir ein bisschen und so. Nun, es ist doch jetzt einfach mal Fakt, dass wir jetzt quasi Spielball der Mächtigen geworden sind. Unser Prinz hier hat Meinungsverschiedenheiten mit dem Prinz in Chicago und der Chicagoer Prinz erhebt Ansprüche und unser Prinz will diese nicht zugestehen. Die Anweisung war klar. Ich würde mal zu Melina schauen, weil für mich ist das die einzig vernünftige Person in diesem Raum. Ja, ich befürchte tatsächlich auch, dass wir keine große Wahl haben. Jetzt müssen wir nur irgendwie die Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass wir nicht draufgehen. Aber ich befürchte, dass uns auch nichts Gutes blüht, wenn wir hier den Befehlen des Prinzen nicht gehorchen. Ich weiß zwar immer noch nicht so ganz viel über diese Struktur hier, aber was ich begriffen habe, ist, wenn du in der Stadt lebst, dann musst du dem Prinzen gehorchen, weil der das Oberhaupt ist. Ja, und wenn ihr in Gary jetzt euch auch verscherzt, dann habt ihr gar keinen Rückzugsort mehr. Richtig. Ja. Also sollten wir so nach Chicago gehen. Befehlsgehorsam kann ich. Wissen wir dann, ja. Ja, die Maskerade ist da sehr eindeutig. Gut. Die Maskerade will uns umbringen, aber gut. Ich folge euch. Wie? Mit der Diskussion und dem Gefühl, hier eine Laborratte im Spiel der Mächtigen zu sein, entlasse ich dann euch für heute, weil wir haben es schon 23 Uhr. Die Szene ist auch soweit vorbei. Und wir starten beim nächsten Mal dann mit euren Planungen, wie ihr denn weiterverfahren wollt. Ich bedanke mich bei meinen Spielern, bei Leopardin 202, bei Sere, Joe und Mischka. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier die Chronik zu starten. Einige Eindrücke heute gewonnen und wenn die Spieler bei Vampire aus dem Spiel herausgehen mit dem Gefühl, ein Spielball der Mächtigen zu sein, hat man einiges richtig gemacht bei Vampire. ja, mal sehen, wie sie sich in diesem Machtgefüge zwischen Gary und Chicago dann positionieren werden und was der Prinz von Chicago zu sagen hat zu den Neulingen. Und wer dieser Typ auch war, den der Jonathan Bauer da niedergestochen hat, was mit dem passiert ist und was mit der armen Frau passiert ist in dem Raum mit dem Prinzen. Wir werden es vielleicht alles erfahren beim nächsten Mal. Wann es weitergeht, das erfahrt ihr über den Nerdpol oder hier in den Twitch-Ankündigungen oder über Twitter bei mir. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und das letzte Wort haben meine Spieler zum Tschüss sagen. Ja, ciao. Ja, tschüss. Tschüss.